Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading Spezial mit Martin Görsch. Mein Name ist Andreas Weiß und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der FXWeb Wertpapierhandelsbank bzw. im Namen von CapTrader. Ja, zu dem heutigen Live Trading Event. Wir haben 9 Uhr, kann also direkt schon losgehen mit der Markteröffnung. Ja, aber bevor wir loslegen, einfach nochmal die kurze Frage an Sie, ob Sie mich überhaupt verstehen können. Vielleicht können Sie mir ein kurzes Feedback geben über die Chatfunktion, ob Bild- und Tonübertragung soweit passen. Dann kann ich auch dann gleich zu Martin Görsch rübergeben. Wir haben ja in diesem Jahr eine Live-Trading-Reihe mit 6 Top-Tradern und jeden Monat findet dann dieses Live-Trading-Webinar statt. Und jetzt ist Martin dran, der war praktisch genau vor einem halben Jahr im Juni schon mal am Start. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt in diesem letzten Webinar in diesem Jahr nochmal mit Martin Görsch auf die Märkte schauen können und ihm über die Schulter schauen können, wie er live tradet, falls sich ein Trader gibt. Martin, dich werde ich auch zum Organisator ernennen und dann natürlich auch zum Moderator. Ja, ich hoffe, du bist startklar. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ja, ich kann dich hören. Kannst du mich auch hören? Ja, super, ich höre dich. Perfekt. Okay, prima. Ja, soll ich dann gleich quasi den Bildschirm rüberziehen und hier loslegen? Genau, können wir gerne starten. Ja, noch vielleicht der Hinweis, Sie können gerne die Chat-Funktion nutzen, um Fragen zu stellen. Ja, wenn sich da die Gelegenheit ergibt, dann werde ich vielleicht auch mal dazwischen haken und die eine oder andere Frage vorlesen. Ansonsten, Martin, hast du freie Hand und kannst nach deinem Belieben starten. Okay, perfekt. So, dann haben wir uns jetzt hier erstmal kurz den Monitor reingeholt. Dann erstmal ganz vielen Dank hier an CapTrader, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, heute hier zu sein und ein bisschen zu zeigen, was ich so täglich an den Märkten fabriziere. Ist eine tolle Gelegenheit, war vor einem halben Jahr schon gut. Ich hoffe, heute kriegen wir auch ein bisschen was zu tun hier. Ja, der Werner hat hier schon geschrieben, hören kann ich Sie, aber ob ich Sie auch verstehe. Also Werner, ich werde mir Mühe geben, dass alle heute hier verstehen, worum es geht und was wir hier machen. Also Thema von heute hier ist Live-Trading Spezial. Wir werden uns anschauen den DAX, den Eurostoxx, den Bund und ein paar Währungen. Crude Oil habe ich auf dem Schirm für heute. Und das war's dann eigentlich auch. Also ich denke, da haben wir genug Märkte, in die wir hier einen Blick werfen können. Bevor wir loslegen, wie immer hier kleinen Risikohinweis. Ja, sind wir zu verpflichtet. Trading ist mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Ja, das kann sogar zum Totalverlust führen und je nach Produkt auch darüber hinaus. Ich bleibe jetzt einfach mal beim Du unter Tradern. Das ist nicht respektlos gemeint. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Wenn nicht, tut es mir leid, aber es ist auf dem Floor und überall unter Tradern ist es einfach üblich, sich zu duzen. Deswegen mache ich das der Einfachheit halber hier jetzt auch. Also tradet bitte nur mit Geld, was ihr euch leisten könnt zu verlieren, dessen Verlust euch nicht in eurer Lebensführung beeinträchtigt. Und ganz wichtig, alles, was ich heute hier mache, alle Analysen, die ich hier zeige und auch wenn sich nachher Trades ergeben, ja, das ist bitte hier nicht als Anlageberatung oder als Kauf- oder Verkaufempfehlung zu verstehen. Sondern ich projiziere hier rein meine subjektive Meinung über die Märkte und versuche einfach nur zu zeigen, wie ich mit den entsprechenden Situationen umgehe. Ganz klar, Offenlegung zwecks Interessenkonflikte muss ich hier auch immer noch bringen, da ich ja auch in der Vermögensverwaltung bin. Es ist also durchaus möglich und auch wahrscheinlich, dass ich Produkte, die wir uns hier heute anschauen, selbst in meinen Portfolios oder in Kundenportfolios halte. Und von daher könnte ich davon profitieren, wenn der ein oder andere hier Trades in die gleiche Richtung quasi mitmacht. Okay, der Miguel fragt dich schon, wird die Sendung aufgezeichnet? Ja, das wird aufgezeichnet. Ich sehe das hier im GoToWebinar-Bedienpanel. Die Aufzeichnung wird dann sicherlich auch auf der CapTrader-Seite auftauchen. Okay.
Was machen wir heute? Ich fange an mit einer ganz kleinen Vorstellung von mir. Das wird nicht lange dauern. Ich denke, die meisten, die hier heute reingeschaltet haben, werden mich auch kennen, sonst hätten sie auch nicht reingeschaltet. Dann werden wir eine Marktanalyse machen von den Märkten, die wir hier heute beobachten. Wir werden also schauen, in was für Situationen wir uns in den einzelnen Märkten befinden, was für Setups hier eventuell interessant sein könnten. Und parallel dazu werde ich hier auch die ganze Zeit dann schon eben versuchen, Trades live umzusetzen. Also ganz kurz zu mir. Martin Görsch ist mein Name. So sehe ich aus. Ob euch das jetzt gefällt oder nicht, da könnt ihr nichts gegen machen. So sehe ich halt aus, aber ihr müsst mich ja nicht die ganze Zeit sehen, sondern ihr müsst mich ja jetzt nur überwiegend hören. Wo komme ich her? Ich komme aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften und Sinologie. Habe also VWL und Sinologie studiert und eigentlich auch schon in der Zeit meines Studiums mit dem Handel angefangen, damals noch so ein bisschen mit Aktien, bin dann umgestiegen auf Optionsscheine, Zertifikate in den Bereich und bin dann eben über die Jahre nach und nach immer in den etwas professionelleren Bereich gerutscht. Inzwischen überwiegend im Future unterwegs, auch in den Managed Accounts sind wir ausschließlich in den Futures-Märkten unterwegs und ich handle natürlich auch Aktien physisch und auch als CFD. Seit 2005 mache ich nichts anderes mehr, außer zu traden. Das Einzige, was noch mit dazugekommen ist, ist seit 2011 bin ich also auch als Trader-Coach aktiv. Das heißt, ich gebe Einzelcoachings. Das ist eigentlich das, was ich am liebsten mache, Einzelcoachings, weil ich mich dann am besten auf den Kunden einstellen kann und auch am besten auf die Bedürfnisse des Kunden und auf die Grundsituation bezüglich mögliches Zeitmanagement, Kontogrößen, handelbare Märkte und so weiter. Ich mache aber auch gelegentlich mal ein Seminar. Ja, das ist aber normalerweise nicht mehr als ein- oder zweimal im Jahr, dass ich auch mein Seminar gebe. Das Ganze mache ich mit meinem Unternehmen Daytrading Coach. Da findet man auch die ganzen Dinge nochmal auf der Website daytradingcoach.de. Zusätzlich bin ich als Head of Trading bei einer Schweizer Vermögensverwaltung in Zürich angestellt. Bin da verantwortlich, wie gesagt, für einen Managed Account im Future-Bereich. Das ist aber eher so für High-Net-Worth-Kunden, so ab 100.000 Dollar und Vielfache nehmen wir da in die Verwaltung. Hatte ich gerade schon gesagt, spezialisiert habe ich mich im Laufe der Jahre auf den Handel von Index-, Währungs- und Rohstoff-Futures sowie eben Aktien im Swing-Trading und auch langfristig quasi als Geldanlage. Okay. Dann wollen wir jetzt gar nicht groß noch mehr Worte hier verlieren, sondern steigen direkt mit den Märkten ein. Ich habe hier auch einen ersten Trade schon hinterlegt, und zwar im australischen Dollar Future. Da will ich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Vielleicht einmal ganz kurz. Ich habe das Fragenfeld hier offen, wenn also Fragen sind, dann bitte gerne rein damit. Wir haben hier die nächsten 2 Stunden Zeit, uns hier miteinander zu beschäftigen. Es wird auch nicht so sein, dass hier dauerhaft irgendwas zu den Märkten zu erzählen ist. Von daher, wenn ihr Fragen habt, auch gerne allgemeinerer Art, könnt ihr die gerne da reinpacken. Es wird sicherlich die ein oder andere Minute geben, wo wir dann die entsprechenden Fragen auch beantworten können. Okay. Also fangen wir an. Einfach jetzt nur, weil hier schon ein Trade drin ist mit dem australischen Dollar. Normalerweise schaue ich mir jetzt zuerst mal den DAX und den Bund an, aber ich habe ja heute schon ein bisschen eine Marktvorbereitung gemacht. Und ich mache es eigentlich immer gleich. Wer schon so ein paar Tradings von mir gesehen hat, der kennt ja auch so die Vorgehensweise. Ich mache ja auch samstags immer ein Webinar. Passend zu meinem Newsletter. Da analysieren wir ja auch ganz, ganz viele Märkte. Und da mache ich es eigentlich auch immer auf die gleiche Art. Ich fange immer auf der größeren Zeitebene an. Ich gehe hier mal in den großen Übersichtsbereich. Australischer Dollar ist jetzt natürlich so, dass wir hier CUT-Daten auch zur Verfügung haben. Die haben wir in allen amerikanischen Futures-Märkten. Das heißt, die nehme ich in die Langzeitbetrachtung hier auch immer mit rein. Ich gehe hier einfach mal auf den Wochenchart. Das hier ist der Wochenchart
eine Kerze, eine Woche. Und da sehen wir kommen im australischen Dollar hier aus einem ziemlich langlaufenden Abwärtstrend. Ja, der hat hier begonnen im Januar diesen Jahres und hat sich fast das gesamte Jahr durchgezogen. Einen nachhaltigen Ausbruch haben wir hier wirklich erst Anfang November gesehen. Und wer meine Webinare verfolgt und auch den Newsletter verfolgt, der wird das gesehen haben, dass ich, ich suche mal gerade kurz mein Zeichentool, so, da haben wir es, dass ich im Prinzip von hier an auf der Suche war nach einem mittelfristigen Long-Einstieg im australischen Dollar. Und da ist natürlich immer die einfachste Variante, erstmal einen Ausbruch aus diesem Trendkanal abzuwarten. Ja, das ist nur so die simpelste Variante, irgendwo in einen Swing Trade reinzukommen. Warum habe ich von hier an gesucht? Naja, das, was wir hier sehen, das sind die Positionierungen der Hedger, also der größten Gruppierung aus den COT-Daten. Die COT-Daten, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, um die alten Daten mal ganz grob einzuteilen, da haben wir zwei große Marktteilnehmergruppen. Zum einen sind das die kommerziellen Hedger, die also nicht darauf aus sind, Kursgewinne mitzunehmen durch ihre Trades, sondern die einfach nur Risiken absichern wollen. Und auf der anderen Seite haben wir die großen Trader, die eben genau das Gegenteil machen. Die wollen also nichts absichern, sondern die wollen tatsächlich Profits machen und machen diese Profits eben mit der Differenz Ankaufpreis und Verkaufpreis ihrer Positionen. Da ist es eben ganz, ganz wichtig, diese großen Trader, also die blaue Linie, die wir hier sehen, die sind klar trendfolgend unterwegs. Ja, ich vergrößere das hier mal kurz ein bisschen, dann sieht man das besser. Trendfolgend heißt also in dem Moment, wenn wir hier den Abwärtstrend haben, ja, solange wie eben dieser Abwärtstrend läuft, vergrößern die ihre Short-Positionen. Und umgekehrt, die Hedger, je weiter wir im Preis fallen, umso mehr vergrößern die ihre Long-Positionen. Und interessant wird es für uns jetzt immer, wenn wir in einen Extrembereich reinlaufen. Und wir sind hier in einen Bereich reingelaufen, in dem die Commercials extrem long waren und die großen Trader hier unten extrem short. Ja, wir haben jetzt hier den gesamten Verlauf seit 2016, also die letzten 3 Jahre. Und da sehen wir, dass wir hier in absolute Extrembereiche gelaufen sind. Wir sind zu der Zeit hier September, Oktober in den Long-Positionierungen über das Hoch hier vom November 2015 gegangen und sind auch in den Short-Positionierungen der großen Trader unter das Tief vom November 2015 gegangen. Das ist für mich hier ein Zeichen, Achtung, Trendwechsel steht bevor. Ja, jetzt ist es aber so, dass wir hier in der unteren Darstellung, hier in diesem Bereich, ja auch noch Kurven haben, die nach unten zeigen. Und das sind Saisonalitätskurven. Das heißt, dieser gesamte Bereich hier bis Anfang Dezember, Mitte Dezember, ist von der Saisonalität her noch eher abwärts gerichtet. Ja, deswegen muss man hier noch ein bisschen vorsichtig sein mit längerfristigen Long-Positionen. Und wir sehen das ja auch, wir sind hier in der letzten Woche ziemlich heftig runtergekommen im australischen Dollar. Allerdings, charttechnisch, befinden wir uns jetzt hier in einem Unterstützungsbereich. Das hier ist ein Kaufbereich. Haben hier im unteren Bereich dieser Unterstützung gedreht und sind hier hängen geblieben in dieser Abwärtsbewegung und sind jetzt hier im Wochenchart wieder so ein bisschen in der Aufwärtsbewegung. Also weiß ich erstmal, der langfristige Vorteil liegt von Commercial-Seite hier auf der Long-Seite und über die letzten Wochen war der saisonale Vorteil hier noch eher abwärts gerichtet. Das ändert sich jetzt aber. Ja, wir kommen hier so langsam in den Bereich des saisonalen Tiefs und sollten dann hier auch bis Ende Dezember, Anfang Januar nochmal eher steigende Notierungen sehen. Wenn wir das hier ein bisschen weiter rüberziehen, dann sehen wir, dass wir jetzt hier von Anfang Dezember bis Mitte April ungefähr eine ganz gute Saisonalität haben für Long-Positionen im australischen Dollar. Ja, das Ganze unterstützt von der Long-Ausrichtung hier der Commercials, bietet mir also mittelfristig hier schon mal einen Vorteil auf der Long-Seite. Das ist also einmal die ganz große Seite. Ah, okay, der Max hat hier noch gefragt, wo man sich für den Newsletter anmelden kann. Das kann ich gerne mal kurz
hier rüber schieben. Und zwar also. Und zwar habe ich hier auf meiner Website einen Menübereich, der heißt Trading Newsletter. Ja, den finden wir hier unter Traden Lernen, Trading Newsletter. Und wenn man da draufklickt, kann man hier unten einfach seine E-Mail-Adresse eintragen, einmal die Datenschutzerklärung akzeptieren, abonnieren und dann ist man automatisch in diesem Samstags-Newsletter drin. Der kommt jeden Samstag gegen Mittag. Und hier kann man sich auch einmal kurz einen Test-Newsletter runterladen. Das ist ein älteres Ding von 2017. Der sieht aber immer noch genauso aus. Ja, und dann kann man sich mal anschauen, was man da eigentlich abonniert, was man da bekommt. Ja. Also einfach bei mir auf die Seite gehen, unter Traden lernen, Trading Newsletter, E-Mail-Adresse eintragen und dann ist man schon dabei. So, also, ja, wir waren hier hängen geblieben beim australischen Dollar. Dann gehen wir jetzt weiter in den Tageschart. Dafür gehe ich einfach mal hier rüber in dieses Trading Setup. Tageschart haben wir hier drüben. Ja, im Tageschart sind von den gleitenden Durchschnitten her immer zwei gleitende Durchschnitte für mich ganz wichtig. Das ist einmal der graue hier, das ist der 200er und der rote, das ist der 50er. Das ist das, das benutze ich überwiegend im Aktienbereich, ist aber etwas, wo Aktienhändler auf dem Tageschart ganz, ganz stark drauf achten. Ja, also zum einen, ob sich diese gleitenden Durchschnitte gekreuzt haben in die eine oder andere Richtung und zum anderen, wo sich die Kurse kurzfristig und mittelfristig befinden, über dem oder unter dem gleitenden Durchschnitt 50er und 200er. Wir sind hier noch unterm 200er, das heißt, der Trendvorteil langfristig liegt noch auf der Shortseite, aber wir haben ja hier schon einen Wechsel durch die Positionierung der Commercials und auch durch die Saisonalitäten. Und das ist natürlich ganz typisch, dass wir da Signale bekommen, die gegen die laufende langfristige Trendrichtung gehen. Ja, und kurzfristig wechseln wir hier gerade wieder in den Aufwärtstrend und kommen nämlich hier auf dem Tageschart schon wieder über den 50er gleitenden Durchschnitt. Also kurzfristig sind wir hier schon wieder in der Long-Richtung unterwegs. Von der Trendstruktur her, die zeichne ich gerade mal ein. Von der Trendstruktur her sieht das so aus. Wir kommen hier unten von dem Tief, haben hier ein neues Hoch ausgebildet, haben hier ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief und ein höheres Hoch. Hatten hier also schon mal eine ganz klare Sequenz Long auf dem Tageschart. Jetzt haben wir hier ein kleines Problem und zwar ist der Kurs einmal kurz unter dieses letzte Tief gerutscht. Ja, wir haben hier also quasi ein Unterbrechungstief gemacht. Das würde prinzipiell diesen Aufwärtstrend erstmal wieder zunichte machen. Allerdings sind wir nicht wirklich deutlich drunter gekommen und streben jetzt auch schon wieder in die Long-Richtung. Und damit haben wir eine gute Chance, dass das einfach nur so ein kleines Unterbrechungstief ist und dass der Markt die Bewegung hier nach oben weiter fortsetzt. Zumal dieses Tief hier eben auch nicht gefallen ist. Ja, also wir sind nicht unter dieses letzte Tief gegangen. Damit ist die Trendstruktur nicht mehr ideal, aber noch okay. Und jetzt sind wir ja heute hier eh im etwas kurzfristigeren Handelsbereich. Also ich trade ja hier jetzt nichts auf dem Tageschart, sondern versuche ja hier Trades in einer etwas kleineren Zeitebene aufzubauen. Und da ist es eben so, dass wir hier 1, 2, 3, das ist die Tageskerze von heute, drei grüne Kerzen haben. Wir haben hier steigende Tiefs, ja, über 3 Tage. Das ist jetzt der vierte Tag, wo wir bisher ein steigendes Tief haben und damit sind wir hier kurzfristig auch eher aufwärts gerichtet. Ich gehe jetzt einfach mal in den Stundenchart. So, und auf dem Stundenchart sehen wir jetzt hier zwei Dinge. Wir kommen auch hier von dieser etwas größeren Korrektur, die hier über 3 Tage lief, sind jetzt aber im Stundenchart gerade dabei, hier so eine klassische Bodenbildung zu vollziehen. Ja,
Ein sehr gutes Anzeichen für so eine Bodenbildung ist immer folgendes. Ja, wenn wir hier steigende Tiefs, fallende Tiefs im Preis haben, haben aber hier schon steigende Tiefs im RSI-Indikator, dann ist das eine sogenannte bullische Divergenz. Ja, eine bullische Divergenz oder auch positive Divergenz genannt, spricht immer dafür, dass wir hier einen Boden ausbilden und die Preise wieder Richtung Long tendieren. Ja. Dazu kommt, dass wir hier jetzt gerade dabei sind, auch auf der Stundenebene wieder eine schöne neue Sequenz aufzubauen. Ja, wir haben hier auch auf dem Stundenchart gerade so eine Sequenz steigende Hochs und steigende Tiefs. Na, die ist bisher nicht unterbrochen seit über 3 Tagen. Das spricht auch dafür, heute kurzfristig eher weiter in die Long-Richtung unterwegs zu sein. So, und das eigentliche Setup entsteht jetzt aus mehreren verschiedenen Dingen. Ich habe hier so ein, ja, wie so einen kleinen Scanner drin, der also diese verschiedenen Märkte, die hier heute für mich für einen Intraday-Handel interessant sind, parallel die ganze Zeit nach Signalen screent. Das sind unterschiedliche Strategien, die ich trade. Ich trade hier nicht jede Strategie in jedem Markt, aber ich will mir halt auf jeden Fall hier anzeigen lassen, in welchen Märkten eventuell gerade Setups am Entstehen sind. Und jetzt haben wir hier insbesondere in den Währungsmärkten immer eine ganz schöne Eigenheit. Und zwar haben wir hier eine Nachtsession, die läuft von 0 Uhr bis 8 Uhr früh. Das hier ist die Nachtsession. Und häufig ist es so, dass wenn wir einen Ausbruch sehen nach 8 Uhr in die Trendrichtung, ja, und das ist die aktuelle Trendrichtung hier aufwärts, dann haben wir eine gute Chance, dass sich diese Bewegung zumindest einmal über die Höhe dieser Range weiter fortsetzt. Ja, das wäre also hier jetzt so ein Zielbereich 0,7273 ungefähr für den australischen Dollar. Jetzt sehen wir aber auch, dass dieser Bereich, in dem wir uns hier befinden, ein ganz, ganz wichtiger Widerstandsbereich ist. Ja, da sind wir hier gescheitert, hier, 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 ja, und hier nochmal. Da sind wir also 1, 2, 3, 4, 5 Mal schon gescheitert an diesem Bereich. Und deswegen gehe ich hier nicht davon aus, dass der Markt hier in einem durchspiked, sondern nach diesem Ausbruch, den wir hier gesehen haben, erst nochmal ein kleines Retracement macht. Bisher habe ich den Trade hier um einen Tick verpasst. Das Retracement ist nur bis 72,40 gelaufen. Ich liege hier 72,39 zum Kaufen und liege eben deswegen auf der 39, weil das einfach hier dieses Tageshoch von gestern ist. Und die Märkte häufig nochmal nach dem Ausbruch im ersten Retracement diese alten Hochs testen. Ja, deswegen liege ich hier jetzt zum Kaufen. Normalerweise würde ich hier auch jetzt zu etwas höheren Kursen einsteigen. 40, 41, 42, das ist am Ende alles gar nicht so relevant. Das Problem, was ich hier im Moment habe im australischen Dollar, ist, dass mein Ziel nicht so besonders weit ist. Ja, ich habe hier auf dem 15-Minuten-Chart, fängt hier in diesem Bereich schon das erste Widerstandslevel an. Ja, hier an diesen Tiefs streckt sich hier nach oben bis zu diesem Hoch. Das hier ist schon ein Widerstandslevel. Und in diesem Widerstandslevel liegt ja auch der Zielbereich aus der Range. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe mir hier so ein Chance-Risiko-Tool gebaut. Ja, wenn ich hier einsteige bei der 39, und habe meinen Stop hier unten am Tagestief bei 72,13, dann habe ich hier bis zum Beginn dieser Widerstandszone gerade mal ein Chance-Risiko-Verhältnis 1:1, ja, bis 72,66. Und 1:1 ist so das Schlechteste, was ich überhaupt als Chance-Risiko-Verhältnis handle. Und das Problem ist jetzt, je höher ich einsteige, ja, wenn ich jetzt an der 42 einsteigen würde und nicht an der 39, dann würde das Ganze schon so aussehen, 42, der Stop ist ja gegeben durch dieses Tief des Tages, also durch das Tief der Nachtsession hier bei 72,13.
dann müsste der Trade schon hier bis in die bis ans obere Ende dieser Widerstandszone laufen, bis 72,72, um überhaupt erstmal ein 1 zu 1 Chance-Risiko-Verhältnis realisieren zu können. Ja, und das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Deswegen setze ich hier jetzt einfach drauf, dass es vielleicht nochmal einen kleinen Rücksetzer gibt auf die 39, wenn der nicht kommen sollte und der Trade läuft ohne mich, dann habe ich eben Pech gehabt. Aber ich bin da ziemlich strikt bei meinen Setups. Ich möchte kein Chance-Risiko-Verhältnis schlechter als 1 zu 1 traden. Und mir gibt einfach der Chart vor, wo hier die nächsten Zielbereiche liegen. Ja, und der nächste Zielbereich, der liegt halt einfach hier unten bei 72, 75, 72, 76. Viel mehr kann ich hier für die erste Bewegung einfach nicht erwarten. Ja. Und deswegen bin ich darauf angewiesen, dass wir hier nochmal kurz zur 39 zurückkommen. Also das ist erstmal die Position, die für den australischen Dollar hier interessant ist. Parallel gibt er mir hier ein Setup raus. Und ich habe das so eingestellt, dass hier oben für die einzelnen Trade-Setups mir immer der Markt geöffnet wird, auf dem ich hier in der Liste gerade drauf bin. Ich habe also die Möglichkeit, hier mir einmal diese Übersichtsseite anzuschauen mit dem Wochenchart, dem Tageschart, hier links unten Stundenchart und links oben den 15-Minuten-Chart. Und wenn ich jetzt sehe, dass sich hier ein Signal entwickelt, dann gehe ich hier einfach auf dieses entsprechende Trade Setup und schaue mir das hier an. Ja, und das hier ist eine Trendfolgestrategie, die ich hier hinterlegt habe. Diese Trendfolgestrategie, die berücksichtigt drei verschiedene Zeitebenen und wirft mir halt einfach Kauf- oder Verkaufssignale raus in dem Moment, wo die Trends dieser drei Zeitebenen quasi in die gleiche Richtung tendieren. Ja, und das ist hier im australischen Dollar jetzt seit heute Nacht um 3:50 Uhr, seit wir hier bei 72:30 waren, kriege ich von dieser Strategie, die hier hinterlegt ist, Long Setups angezeigt. Sehe also, dass der Markt prinzipiell hier den Vorteil kurzfristig eher auf der Long-Seite hat. Ja, und man sieht halt, das wechselt hier auch. Ne? Wenn er also klar in die Abwärtsrichtung tendiert, dann kriege ich hier auch die Setups in die Abwärtsrichtung. Das ist nicht unbedingt eine Strategie, die ich auf dem australischen Dollar handle. Die handle ich viel lieber auf dem Öl. Aber es ist halt irgendwas, was ich hier auf jeden Fall mit berücksichtige und was für mich auch interessant ist. So, und im Öl habe ich hier ein Short Setup gekriegt von dieser Strategie. Und zwar hier oben. Da können wir also versuchen, nochmal einen Trade im Öl in die Short-Richtung aufzubauen. Da ist das Hoch hier im Moment 51,47. Das letzte Tief hier liegt 51,19. Da können wir einfach mal kurz rechnen. Da müssen wir einmal den QM hier reinnehmen. Das ist der Mini auf Öl. Und dann rechnen wir einmal kurz den Trade hier durch. Mit dem QM-Verkauf 51,19. Mit dem Stop 51,47. Und da können wir hier einen Kontrakt handeln. Das ist hier die zwei Kontrakte könnten wir hier handeln. 51,19 bis 51,47. Jetzt sind wir aber schon eine ganze Ecke weiter gefallen hier. Da kommt gerade schon das Momentum rein. 51,10 ist das letzte Tief hier. Das ist das Schlechteste, wo ich einsteigen kann. Dann würde ich aber den Stop hier schon an die 37 packen. Das legen wir hier jetzt einfach mal rein. So, Verkauf 51,10 mit dem Stop, wenn wir den noch an die 47 nehmen. Hier unten sind die Ziele 50, 30. Das passt alles noch. Da haben wir hier die 51, 50 als Stop. So, jetzt rechnen wir das Ganze nochmal durch.
QM Verkauf 51,10, Stop 51,50 und Kursziel 50,33. Da haben wir ein 1,9:1 Chance-Risiko-Verhältnis. Und wenn wir hier einen Kontrakt handeln, dann sind wir bei 175 Euro Risiko und können 340 Euro damit verdienen. Okay, dann nehmen wir den jetzt hier einmal mit rein. $50,33, das sind einfach hier unten nochmal diese alten Tiefs. Das wird aber erst dann interessant, wenn wir hier die Ausführung kriegen an der 51,10. So, dann können wir uns das auch nochmal in der größeren Zeitebene anschauen, wie das hier im Öl aussieht. Können wir den Öl hier auch nochmal herleiten. Also erstmal haben wir hier jetzt eine Ausführung gekriegt im australischen Dollar. Ja, der hat jetzt hier gerade die 39 getriggert. Das ist also der Rücksetzer, den ich hier sehen wollte. Und jetzt müssen wir einfach warten. Ja, jetzt kann ich hier auch nichts machen, bevor wir hier nicht ein neues Hoch gemacht haben. Vorher kann ich hier überhaupt nicht agieren. Jetzt bleibt also entweder die Möglichkeit, wir gehen hier nach unten raus. Dann machen wir einen Verlust. Oder wir kriegen hier ein deutlich neues Tageshoch und dann können wir eben auch anschauen, uns, wo wir vielleicht den Stop hinterherziehen können. So, also Situation im Crude folgendermaßen. Wenn wir hier auf den Wochenchart gehen, ja, dann sehen wir, dass wir hier recht kräftig überverkauft sind. Na, hier haben wir den RSI aus dem Wochenchart, der ist hier unten in den ganz klar überverkauften Bereich gelaufen. Ist auch kein Wunder. Ja, wir haben hier eine Bewegung im Öl von 36%. Das heißt, Öl hat seit dem 1. Oktober bis zum Tief hier 36% an Wert verloren. Das ist relativ viel. Ja, das war auch eine sehr schnelle, sehr starke Bewegung für Öl. Aber da seht ihr jetzt auch wieder, ich habe ja eben gesagt, wenn man Swing Trades im Wochenchart eingehen will, dann ist es eine der einfachsten Varianten, einfach auf einen Ausbruch aus einem akuten Trend zu warten. Ja, das hier war der Trend im Öl. Na, das ist dieser Trendkanal, der hier über Wochen gelaufen ist, von Mitte 2017 im Prinzip bis Ende Oktober 2018. Der lief also hier anderthalb Jahre, dieser Aufwärtstrend. Und wenn der dann bricht, dann ist es eben häufig so, dass sich diese Bewegungen nochmal so ein bisschen potenzieren. Das Problem, was wir jetzt hier so ein bisschen haben im Öl, ist, dass wir im langfristigen Bereich hier auf einer Kaufzone angekommen sind. Ja, wir haben also hier die Kaufzone erreicht und haben jetzt hier auch schon zwei Wochen Korrektur gesehen. Jetzt im Moment sind wir kurzfristig erstmal wieder ein bisschen eher abwärts gerichtet. Schauen wir uns das Ganze auf dem Tageschart an. Auf dem Tageschart ist das, was hier am interessantesten ist, erstmal dieses typische Death Cross, also das Todeskreuz, ja, der 50er gleitende Durchschnitt hat den 200er von oben nach unten gekreuzt. Und wir sind hier eben immer noch ziemlich klar in der Abwärtsrichtung unterwegs. Wir haben ja einmal kurz ein Unterbrechungshoch gehabt, sind aber mit diesem Unterbrechungshoch nur hier in die nächste Kaufzone, Verkaufszone reingelaufen und von da an wieder abwärts gerichtet. Ja, und im Moment ist der Druck hier wieder ein bisschen mehr auf der Unterseite. Auf dem Stundenchart sieht das Ganze so aus. Ja, wir haben hier eben diesen kleinen Spike gesehen nach unten, sind einmal kurz unter das Tagestief gegangen, sind jetzt da direkt hängen geblieben, haben im Retracement hier jetzt an der 51,10 verkauft, haben den Stop jetzt hier am Tageshoch und werden jetzt mal abwarten, was hier passiert, wie das Ganze läuft. Dieses kleine Momentum, was hier aufgekommen ist, kommt sicherlich auch dadurch,
dass wir hier an an diesen Trendkanal gekommen sind. Ja, da müssen wir jetzt einfach abwarten. Das ist normal, wenn der Markt hier auf der Unterseite einen Trendkanal, der hier seit mehreren Wochen läuft, antestet, dass wir hier erstmal eine Reaktion sehen, na, dass der da vielleicht nicht im ersten Versuch durchkommt. Na, der hat es hier schon mal versucht, hier schon mal versucht, hier auch, hier nochmal und hat es jetzt eben nochmal versucht. Von daher gehe ich davon aus, sollte dieses letzte Tief hier nochmal fallen, dann wird hier vielleicht auch noch mal ein bisschen Druck reinkommen und dann werden wir auch noch mal ein Momentum sehen. Ja, wenn nicht, dann sind wir eben hier zur Oberseite wieder raus. Ist kein großes Risiko. Von daher ist das total in Ordnung, das so zu handhaben. So. Und das, was hier läuft, ist im Prinzip dieses Trend-Setup hier. Wir sind im 4-Stunden-Chart, im Stunden-Chart und hier im 15-Minuten-Chart abwärts gerichtet. Haben das Ganze jetzt hier einmal kurz bestätigt gesehen durch ein Momentum und haben jetzt das Retracement hier an dieses alte Kerzentief verkauft. Ich hatte ja gerade gezeigt, der defensivere Einstieg, der wäre hier gewesen an dem Tief bei 19,20. Das Tief hier drüben oder das kleine Tief hier, das ist 19 oder 20. Aber es ist eben so, je größer diese Momentumbewegungen sind, umso unwahrscheinlicher wird es, diese ganz defensiven Level noch zu erreichen. Deswegen ist das total in Ordnung für mich, hier an diesem Tief zu kaufen, zu verkaufen. Sorry, hier an der 51,11. Und jetzt werden wir mal sehen, wie sich der Markt verhält. Ist am Ende eine ähnliche Situation wie im australischen Dollar. Wenn der nicht hier unter die 50, 86, 50, 85 drunter rutscht, habe ich hier auch erstmal gar keine Möglichkeit, überhaupt mit dem Stop zu agieren. Ja, deswegen ist jetzt hier auch keine Eile angesagt. Da müssen wir jetzt einfach warten, wie sich der Markt hier verhält. So, was wir schon mal machen können, ist, wir können mal schauen, was hier der Kalender von heute sagt. Da haben wir hier während unserer Trading-Zeit jetzt nichts Wichtiges. Ja, das, was hier wirklich wichtig ist, ist zum einen um 13:45 Uhr Zinsentscheid der EZB. Aber auch da wird wahrscheinlich nicht viel Bewegung kommen, denn da wird es keine Überraschung geben. Der Zinssatz wird da bleiben, wo er jetzt ist. Ja, also hier bei 0%. Ja, das hier sind das ist die Erwartung. 0%. Aktuell sind wir bei 0%. Da wird sich nichts verändern. Viel interessanter werden die Bewegungen heute wahrscheinlich werden um 14:30 Uhr während der Pressekonferenz vom Draghi. Ja, und das sind eigentlich die beiden wichtigen Termine, die heute hier auf dem Plan stehen. 14:30 Uhr haben wir hier auch noch Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Das kann ein bisschen Bewegung bringen in S&P. Aber ja, das werden wir sehen, inwieweit das da für uns noch aktuell ist. Ich denke nicht, dass wir bis 11 Uhr hier irgendwie im Vorfeld der Pressekonferenz oder im Vorfeld der Anträge auf Arbeitslosenhilfe hier irgendwelche größeren Bewegungen sehen. Von daher ist es ein bisschen ungünstig heute fürs Trading, weil eben bis zur EZB-Sitzung nicht mit so besonders viel Bewegung zu rechnen ist. Häufig passiert dann sowas wie hier, dass wir diese schnellen Spikes kriegen, die auch relativ schnell zurückkommen. Das ist jetzt im Ölmarkt. Im Öl ist es nicht ganz so tragisch. Von daher werden wir mal schauen, wie der weiterläuft. Aber im Moment bleibt der jetzt erstmal hier hängen. Ich gehe mal gerade auf den 15-Minuten-Chart. Und ja, hier sehen wir jetzt ganz schön diesen Turnaround in 15 Minuten. Okay, MACD hat hier auf die Short-Seite gewechselt. Erstmal über diese negative Kerze, die hier entstanden ist. Mal schauen, ob sich das weiter durchsetzt oder ob das einfach nur ein schneller Fake war, der nur nochmal die Stops geholt hat unter dem Tief von gestern.
Ich zeichne nochmal das Setup ein. Einstieg 51,10 hier an dieser Stelle. Stop liegt hier oben 51,50 und das Ziel liegt hier unten 50,33. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Chance-Risiko-Verhältnis kann man sich hier auch anzeigen lassen, relativ einfach. Ja, das ist also das Setup vom Einstieg 51,10, den Einstieg 51,50, den Stop. Und dann sehen wir, bei 50,68 haben wir hier ein Chance-Risiko-Verhältnis 1:1. Da haben wir das Risiko einmal verdient. Und bei 50,27 hätten wir hier ein 2:1. Also das, was wir hier traden, ist ungefähr 1,9:1. Das haben wir ja gerade auch in der Berechnung gesehen. Ja. Weitere Aussicht für Öl ist hier die Frage. Weitere Aussicht für Öl, schauen wir uns einmal kurz die Commitments of Traders an. Da ist es im Öl ein bisschen schwierig, weil wir hier sehr, sehr viele Swap-Dealer drin haben, die am Future-Markt einfach ihre Swaps hedgen. Deswegen sind hier die Aussagen nicht so super aussagekräftig, die wir bekommen. Wir sehen aber, dass die Commercials sich hier relativ lange in einer ziemlich großen Negativ-Short-Positionierung aufgehalten haben. Von daher war es durchaus auch sinnvoll, eben auf den Ausbruch unter diesen Aufwärtstrend hier zu warten, ja, weil die langfristige Ausrichtung hier über Monate schon recht negativ war. Und das, was mich eigentlich dazu bewegt hat, hier im oberen Bereich zu verkaufen, war dann die Kombination mit den Seasonals. So, und das hier sind die Seasonals. Ja, das sind die Saisonalitäten im Öl. Da habe ich hier immer verschiedene Zeitebenen. Ich schaue mir das Ganze an auf 5 Jahre. Das ist die graue Linie. Auf 10 Jahre, das ist die blaue Linie. Und die Saisonalitäten über 15 Jahre, das ist die rote Linie. Ja, das sind die drei Bereiche, die ich mir anschaue. Und da sehen wir hier eben kurzfristig ist der Bereich relativ klar short, ne? Und zwar fängt das Ganze an hier im Anfang Oktober. Anfang Oktober kommen wir in eine ganz klare Saisonalität zur Abwärtsrichtung im Öl und die läuft in der kurzfristigen Zeitebene, also über die letzten 5 Jahre, hier bis Ende Dezember. Und in den beiden längeren Einstellungen, 15 Jahre und 10 Jahre, sollte das Tief irgendwann so Mitte Dezember drin sein. Ja. Also von daher ist davon auszugehen, dass diese große Abwärtsbewegung, die jetzt hier gelaufen ist, langfristig erstmal am Ende ist. Ja, der Trade, den ich jetzt hier nochmal aufgesetzt habe, der Short Trade, der ist wirklich für die ganz kurze Zeitebene, 15 Minuten. Der hat nichts mit den längeren Aussichten zu tun. Für die längere Aussicht erwarte ich eher, dass sich der Preis hier um 50 Dollar stabilisiert. Ich würde gerne nochmal so ein Final Sell-Off sehen, so ein Washout hier unten rein in diesen Bereich 47,70. Das wäre so ein Idealszenario von mir, vielleicht sogar im Bereich Ende des Jahres. Ja, das wäre nochmal kurz unter die 50 spiken, um dann hier auch wieder längerfristige Positionen zur Long-Seite aufzubauen. Ansonsten wäre im Moment das Entscheidungslevel hier an diesem letzten Tageshoch bei 54,60. Ja, wenn wir also da wieder drüber laufen und der Ölpreis anfängt, hier eine Sequenz aufzubauen aus steigenden Hochs und steigenden Tiefs, dann denke ich, sind wir hier auch mittelfristig auf der Long-Seite wieder ganz gut beraten. Wie gesagt, alternativ, das, was ich eigentlich lieber sehen würde, wäre hier nochmal so ein Washout, na, bis in den Bereich 48, 47, 70 und dann eben die Entwicklung eines neuen Aufwärtstrends. Ja, das sind eigentlich die beiden Möglichkeiten, die wir hier haben. Ja. Ja, hängt auch damit zusammen, wir haben hier nochmal eine schöne Kaufzone.
Na, die fängt hier so bei 48 an. Und der Bereich, in dem wir jetzt hängen, das ist eben diese Zone hier. Also es ist beides möglich. Ja, es ist durchaus möglich, dass es das hier jetzt schon war, dass die OPEC das auch schafft, den Preis jetzt hier zu stabilisieren. Und wir eben wieder nach oben laufen. Alternativ, wenn wir hier unten in den Bereich reinlaufen, wäre das ein schöner Einstiegszeitpunkt für diese Ölgeschichte. Ja, der Günther fragt, er ist etwas später reingekommen. Ja, es wird eine Aufzeichnung geben. Die Aufzeichnung läuft und die kommt dann auch auf die Webinarseite von CapTrader. So, kleines Update vielleicht. Es laufen zwei Positionen aktuell. Das eine ist ein Short auf Öl. Der läuft aufgrund dieses Trend-Setups, was hier einen klaren Abwärtstrend vorgibt. Ich habe mich hier in einem Retracement an der 51.10 per Limit mit einer Short-Position ausführen lassen. Stop liegt hier über dem Tageshoch. Ziel ist ein deutlich neues Tagestief. Im Moment sieht es so aus, als wenn der Markt hier retraced, ist jetzt aber an einem Widerstandsbereich dran, nämlich an diesen alten Tiefs hier aus der Nachtsession. Müssen wir mal schauen, wenn der hier jetzt relativ schnell drüber geht, dann sieht es schlecht aus für eine Fortführung der Abwärtsbewegung. Ist natürlich auch immer ganz, ganz schwierig, ja, wenn ein Markt so stark abverkauft worden ist wie das Öl in den letzten Wochen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit für irgendwelche Squeezes, wo dann nochmal Shorts rausgedrückt werden, recht hoch. Ist also auf jeden Fall ein erhöhtes Risiko, hier im Moment im Ölmarkt unterwegs zu sein. Ja, allerdings aufgrund der EZB haben wir halt das Problem, dass wir im DAX hier nicht mit besonders viel positiver Reaktion rechnen können. Ich hätte ganz gerne hier heute einen Ausbruch zur Oberseite gehandelt, also den DAX können wir uns auch gleich nochmal anschauen. Im Moment sieht das Ganze aber so aus, als wenn wir hier wieder in die immer noch intakte Trendrichtung abwärts rutschen. Schauen wir uns gleich an. Ja, finde ich aber ein bisschen schwierig, jetzt vor 14:30 im DAX hier was zu machen. Zweite Position, die ja momentan läuft, ist eine Long-Position auf den australischen Dollar. Die ist hier im Rücksetzer bei 72,39 aufgebaut worden. Da haben wir hier auf dem Stundenchart, sind wir hier gerade dabei, in einen neuen Aufwärtstrend überzugehen, sind auch aus der Nachtsession hier nach oben ausgebrochen und Kursziel liegt so in diesem Verkaufsbereich hier. Ich zeichne den gerade mal ein. Ja, hier in diesem Bereich von 72,66 bis 72,77, das hier ist so der Zielbereich für die Long-Position, die hier läuft. Ja, und Öl will anscheinend wieder rauf. Das war wohl ein Fake hier zur Unterseite. Der baut jetzt hier gerade so eine Retracement-Kerze auf. Müssen wir gleich mal schauen. Vielleicht schmeiße ich den dann auch hier an der 30 schon raus. Ja, das ist eigentlich was, was ich hier gar nicht mehr sehen will, dass wir über dieses Kerzenhoch hier wieder hinauslaufen. Ich hole hier mal gerade kurz den Bartimer rein. Ah, den haben wir hier unten drin. Da sehen wir, wie viel Zeit noch ist, bis diese 15-Minuten-Kerze abgelaufen ist. Ach, das ist noch relativ viel. Ach, das ist hier die Stundenkerze. Ich gehe mal gerade auf den 15-Minuten-Bereich. Den haben wir hier. Bartimer. Ja, die hat hier gerade erst angefangen. Ja, in 15 Minuten laufen wir hier gerade nach oben. Und so, ich setze den Stop jetzt schon hier an dieses kleine Zwischenhoch. Da möchte ich eigentlich nicht, dass der Markt hier nochmal drüber läuft. Ja, dann machen wir wahrscheinlich auch ein Hoch überm Hoch der Nachtsession. Das ist doch ein ziemlich deutlicher Turnaround hier. Das mag ich eigentlich nicht so gerne.
Martin? Ja. Nochmal ganz kurz, es kam eine Frage auch von einem Teilnehmer. Was war das Szenario, weshalb du da im Short gegangen bist? Oder was war dein Plan? Ah, Kannst du das okay. nochmal erläutern? Du hast es ja mit dem Indikator gezeigt, aber Ja, alles vielleicht hast du klar. noch ein paar Infos dazu. Also das, was ich hier mache, ist, ich lasse mir hier den Trend anzeigen in den Märkten in drei verschiedenen Zeitebenen. Im Prinzip habe ich hier nichts anderes drin als einen ganz normalen MACD-Indikator. Ich lasse den hier ein bisschen anders darstellen. Das ist also meine Trendanzeige hier für den 4-Stunden-Chart in Rot. Dann habe ich die Trendanzeige hier für den Stundenchart in Blau und die Trendanzeige für den 15-Minuten-Chart hier in Grün. Und da sind jetzt zwei Dinge für mich interessant. Das eine, was hier dargestellt ist, ist die MACD-Linie. Das ist immer die Linie, die hier drin ist. Das ist die ganz normale MACD-Linie. Und das zweite ist das Histogramm. Ja, das sind diese Bars, die hier drin sind. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wenn die MACD-Linie unterhalb der Null ist, ja, dann ist das eine laufende Abwärtsbewegung. Und wenn dieses Histogramm auch unter Null ist, dann ist eben auch für mich dieser Trend momentan, ja, ich würde es mal bestätigt nennen, ja, und zwar eben hier in der 4-Stunden-Ebene. Das Gleiche haben wir hier nochmal in der Stundenebene und hier oben drüber im 15-Minuten-Chart. Und das, was hier an Conditions jetzt im Magina Trader hinterlegt ist, ist einfach nur, dass der mir die Kerzen in Rot anzeigt, wenn alle drei dieser Trendebenen in Negativrichtung laufen, also in die Short-Richtung. Und der zeigt mir das Ganze in Grün an, wenn diese drei Zeitebenen in die Long-Richtung zeigen. Ja, und das ist eine Strategie, die ich sehr gerne auf dem Öl trade, weil Öl häufig recht lang laufende Trendbewegungen ausbildet. Na, ich kann hier mal ein paar Kerzen mehr reinholen. Ja, dann sehen wir das hier. Das ist ganz häufig, wenn wir hier anfangen, in diesem Bereich negativ zu werden, dass Öl dann auch relativ lange fällt. Ja, hier haben wir das Gleiche. Wir haben hier ein Short-Setup und kriegen hier eine relativ große Abwärtsbewegung. Und hier haben wir das Ganze jetzt eben kombiniert, nochmal mit einem Ausbruch unter dieses letzte Tief, was im Prinzip diesen intakten Abwärtstrend, der hier läuft, nochmal bestätigt. Und dann haben wir hier aber ein schnelles Retracement gesehen und aufgrund dieses Retracements bin ich einmal hier in die Position rein. Ich bin also per Limit hier rein. Ich habe diesen Ausbruch verpasst. Ja, normalerweise hätte ich hier schon den Ausbruch gehandelt. Dieser Ausbruch kam aber schon direkt um 9 Uhr. Da haben wir hier gerade erst mit dem Webinar angefangen. Deswegen habe ich den Ausbruch verpasst. Habe dann auf den bestätigten Ausbruch gewartet unter dieses Tief. Kerzen close, eben auch negativ und dann das kleine Retracement genutzt, um hier bei der 10 einzusteigen und habe mich jetzt aber gerade dazu entschieden, hier an diesem Zwischenhoch 32,50 im Mini-Kontrakt das Ganze hier schon wieder aufzulösen. Ja, und jetzt nicht zu warten, bis wir hier über dieses Tageshoch laufen. Na, und jetzt warte ich im Prinzip, ob sich hier was Neues ergibt. Wahrscheinlich werden wir hier in der Long-Richtung nichts kriegen. Weil dafür müsste jetzt erstmal der 4-Stunden-Trend drehen, der Stundentrend drehen und dann eben der 15 Minuten sowieso, der dreht ja als erstes. Wahrscheinlich, solange wie das Ganze jetzt hier noch so bleibt, wird diese Kerze sogar rot enden. Ja, das werden wir aber erst sehen, wenn die 15 Minuten vorbei sind. Na, und da ist noch ein bisschen Zeit. Also im Prinzip bekomme ich alle 15 Minuten bei mir hier in der Liste angezeigt, ob einer dieser Märkte, die ich hier beobachte, ein Setup generiert hat oder nicht. Ja, das ist das, was hier passiert. Das sind hier verschiedene Setups, die hier aktuell sind. Wie gesagt, dieses Setup über die drei Trendebenen. Das handle ich eben am liebsten auf Öl. Deswegen hat mir das ganz gut gepasst, dass das hier jetzt auch aufgetaucht ist. Müsste ich jetzt einfach abwarten. Ja, also wir werden sehen, wenn die Kerze rot bleibt und wir kommen hier wieder in eine Abwärtsbewegung, ob ich hier vielleicht nochmal einen Einstieg nehme. Aber fürs Erste
ist die Idee erstmal durch. Ja, so, australischer Dollar läuft eben hier noch, der bewegt sich im Moment auch nicht groß weg vom Einstieg. Wie gesagt, ich befürchte, dass der Markt ein bisschen müde bleiben wird aufgrund der EZB-Konferenz. Da ist es vorher immer ein bisschen schwierig. So, wir können ja einfach mal einen Blick auf den DAX werfen. Schauen mal, was wir hier vom DAX erwarten können heute. Das mache ich im Prinzip wieder ganz genauso. Ich fange hier auf der großen Zeitebene an und suche erstmal auf der großen Zeitebene den Vorteil. Also, das, was wir hier sehen, ist jetzt der Wochenchart, also eine Kerze, eine Woche. Und das nutze ich immer, um mir den langfristigen Vorteil rauszusuchen. Und jetzt waren wir ja im DAX in der Situation, genau wie bei allen anderen Indizes auch, dass wir hier sehr, sehr lange in der Aufwärtsrichtung unterwegs waren. Ja, wir haben hier einen sehr schönen, intakten Aufwärtstrend gesehen. Das erste Anzeichen dafür, dass dieser Aufwärtstrend vielleicht vorbei ist, das kam hier bei 13.560 Punkten. Und zwar in einer meiner Lieblingsvarianten. Ich nehme hier mal kurz den Average raus, weil den brauche ich nicht. Dann wird das Ganze ein bisschen übersichtlicher. Ja, das ist für den Tages- und den Wochenchart ist das eine meiner absoluten Lieblingsbetrachtungen, die ich hier mache. Und zwar, ich schaue mir den RSI, die Bewegung des RSI im Verhältnis zur Preisbewegung an. So, und was wir hier im Preis haben, ist einmal von hier nach da, ist ein höheres Hoch. Ich mache es mal in Rot, dann sieht man es ein bisschen besser. Ja, wir haben hier ein höheres Hoch im Preis, haben aber zur gleichen Zeit hier schon ein tieferes Hoch im RSI. Das ist eine bärische Divergenz. Das war das erste Zeichen für einen schwächeren Markt. Und dann ist das Ganze hier noch weitergelaufen mit diesem zweiten Hoch, was sich hier ausgebildet hat. Wir haben hier nochmal ein höheres Hoch im Markt und haben hier jetzt eine noch viel stärkere Divergenz im RSI. Ja, man sieht also, dass in dieser Aufwärtsbewegung hier die Aufwärtsbewegung, die der Preis gemacht hat, der RSI konnte hier überhaupt nicht mehr mithalten. Ja, und der RSI, der zeigt uns ja ein bisschen die Stärke oder die Schwäche des Marktes an. Und in dem Moment, wo der Preis ein neues Hoch macht, und der RSI das nicht schafft, ein neues Hoch zu machen, zeigt er im Prinzip eine relativ schwache Preisbewegung an. Ja, wir haben zwar einen Preis, der nochmal ein neues Hoch macht, aber da ist überhaupt kein Druck mehr hinter, überhaupt kein Momentum mehr hinter. Und dann haben wir eben häufig diese Situation, dass steigende Hochs im Preis von fallenden Hochs im Indikator begleitet werden und das sind dann oft ideale Setups für einen Trendwechsel. Ja. Und auf der Unterseite sieht das eben ganz häufig genauso aus. Das können wir uns dann gleich mal bei dem US-Markt anschauen. Da haben wir dann nachher nämlich auch die bullischen Divergenzen gehabt. Das hat der DAX eben nicht geschafft über die gesamte Zeit hier. So, das waren also die ersten Warnsignale hier für diesen längerfristigen Aufwärtstrend. Dann sind wir in eine Situation gekommen, ja, der Ulrich fragt, wie groß die Trefferwahrscheinlichkeit ist der Divergenz und zwischen Preis und RSI. Und der Thorsten schreibt, im Nachhinein kann er eine Differenz auch erklären. Allerdings erkenne ich sie live selten. Okay, da gibt's einen kleinen Tipp zu. Und zwar geht es immer darum, wann man bei diesen Divergenzen einsteigt. Im Prinzip beobachtet man das eigentlich die ganze Zeit. Also, machen wir es so. Wenn der Preis neue Tiefs ausbildet, dann schaue ich mir parallel dazu an, wie sich der RSI verhält. Ja, und hier im Moment sehe ich
neues Tief im Preis, neues Tief im RSI. Das ist eine sogenannte Konvergenz. Solange wie diese Märkte konvergent laufen, interessiert mich das nicht weiter. Weil wenn der Preis konvergent mit dem RSI läuft, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die alte Trendrichtung bestehen bleibt. In dem Fall also hier der Abwärtstrend im DAX. Wichtig wird es eben immer nur, wenn wir sehen, okay, neues Hoch im Preis und wir haben kein neues Hoch im RSI. So, jetzt ist ja immer die Frage, wann steigt man da ein oder wann ist das tatsächlich nachhaltig? Weil es kann natürlich sein, der Preis kommt zurück, ja, und macht dann direkt ein neues Hoch. Na, dann sehen wir hier überhaupt noch keine Bestätigung. Und da ist es so, dass man als erstes Einstiegssignal das letzte Tief im RSI verwendet. Ja, wenn also der RSI unter dieses letzte Tief hier rutscht, dann ist das im Prinzip eine Bestätigung dieser Divergenz. Ja, das würde jetzt bedeuten für die aktuelle Situation. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dieses Tief hier im RSI würde höher liegen als das hier. Dann wäre das eine Möglichkeit, dass hier eine positive Divergenz besteht. Nämlich tieferes Tief im Preis, höheres Tief im RSI, wenn es denn ein höheres Tief ist. Und da macht man am Ende wieder genau das Gleiche. Um da die erste Bestätigung zu kriegen und eine Möglichkeit zu haben, vielleicht einzusteigen, ohne dann drei Kerzen später sagen zu müssen, ja super, jetzt erkenne ich es im Nachhinein auch, da haben wir hier wieder dieses Zwischenhoch. Wenn dieses Zwischenhoch im RSI überschritten wird, dann gilt so eine Divergenz, wenn sie denn da ist, quasi als bestätigt. Ja, und dann kann man hier die ersten Einstiege nehmen, aufgrund dieser Divergenz. Zu den Trefferquoten. In der hohen Zeitebene, also Tageschart und Wochenchart, liegt die Trefferquote über 50%. Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, was das für ein Markt ist, ob das ein sehr liquider Markt ist, wie ein Index, da funktioniert das besser als auf etwas illiquideren Märkten, wie zum Beispiel illiquiden Aktien. Ja, aber auch wenn man eine liquide Aktie tradet, kann man super mit diesen Divergenzen arbeiten. Wo ich es nicht so sehr verwende, ist bei Währungen. Also das ist etwas, was ich lieber für Indizes und für Aktien mache. Genau, der Miguel fragt nämlich hier auch gerade direkt, geht das auch für Öl oder für den Dollar? Ja, im Prinzip geht das. Ja, im Prinzip geht das und zwar geht das für jeden Markt, der irgendwo so ein bisschen, ja, ich nenne es jetzt mal Mean Reversion Markt ist, der also gerne um einen Durchschnitt schwankt. Ja. Und wie gesagt, in den hohen Zeitebenen immer am besten. Wenn sowas auf dem Wochenchart entsteht, dann hat man damit die höchsten Wahrscheinlichkeiten. Ja, das hat man auch selbst bei den ganzen Währungen, bei den ganzen Rohstoffen in der letzten Zeit gesehen. Kaffee hat eine hervorragende bullische Divergenz ausgebildet, bevor der große Aufwärtsmove angefangen hat. Und man sieht das auch häufig vor Beginn von größeren Abwärtsbewegungen, dass diese Divergenzen im RSI entstehen. Ja. Wir können hier einfach mal ein S&P zum Beispiel rausnehmen. Ja, weil hier haben wir jetzt wieder so eine Situation. Und zwar hatten wir die einmal auf dem Tageschart. Und wie gesagt, ich mache ja diese wöchentlichen Analysen, diese wöchentlichen Marktkommentare und schicke ja auch den Newsletter raus. Und da habe ich das immer mit in der Beobachtung drin. Ja, und da ist es dann eben nicht so, dass das im Nachhinein kommt, na, und dass ich im Nachhinein dann ganz schlau sagen kann, ja hier, da haben wir eine positive Divergenz. Sondern ich weise immer schon in dem Moment, wo die Divergenzen entstehen, darauf hin, was da passieren könnte. Ja, und hier haben wir das eben im Moment im S&P das erste Mal gehabt an dieser Stelle nach dem großen Abverkauf. Dann kam ja auch hier eine sehr, sehr große Korrektur. Da ist der S&P 220 Punkte wieder nach oben gegangen. Und jetzt haben wir das hier gerade wieder. Ja, hier sind die Tiefs.
Und hier sind die Tiefs im RSI. Ja, das ist eine positive Divergenz. Ja, wie man das Ganze jetzt tradet, und das muss man eben für sich sehen, ob man hier einen Ausbruch über dieses Tageshoch schon nimmt, ob man jetzt hier in der Situation ist, ist sehr ungünstig, weil wir hier kein schönes Zwischenhoch haben. Da könnte man erst dieses hier nehmen. Das heißt, wenn der RSI jetzt hier drüber wieder läuft, dann wäre das eine Bestätigung des Signals, zumindest auf Indikatorebene. Aber ich benutze sowas halt ganz gerne, um auch kurzfristige Trades dann schon aufzubauen. Und wenn ich hier auf dem Tageschart sehe, es entsteht eine positive Divergenz im RSI, dann bin ich auch gerne hier in diesem Bereich gerne irgendwo dabei, hier mal kurzfristige Long-Positionen aufzubauen im 15-Minuten-Chart oder im Stunden-Chart auf dem S&P. Ja, also ich handle jetzt nicht unbedingt hier 1:1 genau diese Divergenzen und sage, hey, okay, wenn der RSI jetzt hier über dieses letzte Hoch kommt, dann kaufe ich und setze meinen Stop dann hier unten an das Tief. Ja, dann haut das auch häufig hier nicht mehr hin mit den Chance-Risiko-Verhältnissen. Dann agiert man hier auch irgendwo in der Mitte der Range. Das ist auch ungünstig. Aber ich benutze es halt als ersten Hinweisgeber darauf, was auf der längeren Zeitebene hier passieren könnte. Und wie gesagt, in der aktuellen Situation hier haben wir kein schönes Indikator-Setup für einen Trade, sondern man müsste sich das dann hier auf dem Chart suchen. In der letzten Situation haben wir hier an der Stelle ein sehr schönes Indikator-Setup gehabt. Ja, da sind zwei Dinge gleichzeitig passiert. Da ist der RSI hier aus dem überverkauften Bereich wieder zurückgekommen in den Normalbereich. Das ist ein erstes Einstiegssignal. Und das zweite Einstiegssignal war eben das Überschreiten dieses letzten kleinen Zwischenhochs hier auf dem RSI. Und wenn wir hier mal nach oben fahren, in welcher Tageskerze das war, ja, das ist hier nach Entstehen dieser Tageskerze war das Ding fertig. Ja, also diesen Ausbruch hier nach oben, den konnte man handeln. Da haben sich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage Aufwärtsbewegung angeschlossen und das sind immerhin 120, 130 Punkte, die der S&P hier in die Aufwärtsrichtung gemacht hat. Also ich kann euch das nur dringend empfehlen, euch mal mit diesen RSI-Divergenzen zu beschäftigen. Das ist eine hochinteressante Geschichte auf der größeren Zeitebene, um da erste Ideen von zu kriegen. Ja. Und es ist auch nicht weiter schwierig, weil wenn ihr das auf der großen Zeitebene macht, dann macht ihr das ja immer nur dann, wenn so eine Kerze in der Preisebene fertig ist. Das heißt, am Ende der Woche, ja, oder vielleicht einmal morgens bei der Handelsvorbereitung, wenn ihr euch den Tageschart anschaut. Na, Tageschart, immer am Ende des Handelstages könnt ihr einfach schauen, wo war das Tief? Ist das ein neues Tief im Preis? Wie sieht das am Indikator aus? Hat er auch ein neues Tief gemacht oder hat er ein neues Hoch gemacht? Ja. Und hier haben wir eine Situation, ich zeichne das gerade auch nochmal kurz ein, hier haben wir eine Situation, da hat der S&P ein tieferes Hoch ausgebildet und der RSI hat ein höheres Hoch ausgebildet. Ja. Auch das ist eine Divergenz. Ja. Danach kam hier ein dicker Abverkauf. Gute Frage, Johann. Welche Einstellung? Ich habe den RSI immer in der Standard 14 hier drin. Ja, das ist also die ganz normale 14er Standardeinstellung im RSI. Und das Einzige, was ich mache, ist, ich nehme mir diesen gleitenden Durchschnitt hier raus. Das ist ja auch etwas, was einige Trader zum Handeln verwenden. Ja, hier sieht man es also auch nochmal, Periode 14. Na, und jetzt kann man hier unter den Ausgaben sich auch diesen Durchschnitt noch mal reinholen. Ja, und jetzt kann man zusätzlich noch mit den Kreuzungspunkten der RSI-Linie und des Durchschnitts arbeiten. Ja, das wäre also auch noch eine zusätzliche Einstiegsvariante, die man hier reinsetzen kann, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier meinetwegen an dieser Stelle ja eine positive Divergenz, na, tiefere Tiefs im Preis, höhere Tiefs im RSI, positive Divergenz. Und jetzt wartet man einfach hier auf den Schnittpunkt
zwischen RSI-Linie und gleitendem Durchschnitt. Also dann, wenn der RSI seinen Dreier-Durchschnitt hier wieder von unten nach oben schneidet, dann ist man hier in der Situation, ein Long-Setup zu nehmen. Ja, und das wäre auch hier in dieser Kerze gewesen. Also so sieht das Ganze aus. Ist recht einfach, aber wenn ich euch einen Tipp mitgeben dürfte, dann würde ich euch den Tipp mitgeben, sucht euch ein Handelssetup, was sehr einfach ist. Ja, witzigerweise funktionieren die einfachen Handelssetups am besten. Da habt ihr die geringste Fehlerwahrscheinlichkeit, weil es nicht viele Dinge parallel sind, die ihr da beobachten müsst. Und ganz ehrlich, das, was nachher das Geld verdient, das ist sowieso euer Positionsmanagement. Ja, das ist nicht unbedingt die perfekte Einstiegsstrategie und das ist auch nicht unbedingt die perfekte Exit-Strategie, sondern es ist eine Kombination aus Grund-Setup, also das, was ihr im Laufe der Zeit tradet. Da solltet ihr zusehen, dass ihr einen positiven Erwartungswert habt. Das heißt, entweder eine Trefferquote, die entsprechend gut ist, oder halt ein Chance-Risiko-Verhältnis, was ihr realisieren könnt, was entsprechend gut ist. Und dann kommt ihr da auch ganz, ganz unweigerlich mit in den Gewinnbereich. Wenn ihr ein vernünftiges Money-Management berücksichtigt, das heißt, wenn die einzelnen Trades, die ihr macht, nicht überdimensioniert sind, ihr also zu viel Risiken fahrt, am Ende ist es so, jede Strategie hat eine Erfolgswahrscheinlichkeit, hat eine Trefferquote. Ich kann das bei mir zum Beispiel, ich habe ja hier so ein kleines Trading-Tagebuch, da habe ich für jedes Konto nochmal ein separates. Ich arbeite aber sehr viel mit diesen Trading-Tagebüchern und ich kann mir hier über die ganzen Trades, die gemacht worden sind, einfach hier alles anzeigen lassen. Ja, ich kann mir eine Trefferquote anzeigen lassen, ich kann mir hier ich hole mein Zeichentool rein. So, ich kann mir hier die Trefferquoten anzeigen lassen. Ich habe hier ein Chance-Risiko-Verhältnis, was ich aufbaue für die Trades. Habe das Ganze auch nochmal in Long- und Short-Trades unterteilt und auch in Gewinn-Trades und Verlust-Trades. Habe die Anzeigen hier drin vom durchschnittlichen Gewinn und durchschnittlichen Verlust. Ja. Habe hier maximalen Gewinn drin, maximalen Verlust. Also das sind alles Dinge, die ich verwende, um mein Trading-System zu beurteilen. Also ein Trading-System alleine, ist quasi nichts wert, wenn man es nicht auswerten kann. Ja, und ich werte halt hier genau aus für die einzelnen Strategien, die ich verwende. Also ich kann das Ganze auch noch beliebig filtern. Ja, ich habe hier eine sehr große Filterfunktion drin. Kann hier die verschiedenen Wertpapiere filtern, die ich trade, kann die verschiedenen Strategien filtern. Ich kann nach Trading-Fehlern filtern, die ich durchaus hin und wieder auch mal mache. Aber es ist halt wichtig für mich, das Ganze dann auch zu hinterlegen und auch auszuwerten. Ja, also einen Fehler zu machen ist nicht tragisch, aber nichts draus zu lernen ist tragisch. Ja, dann habe ich verschiedene Trade Management Varianten, nach denen ich filtern kann. Und so kann ich jede einzelne Trading Strategie auswerten, kann schauen, wie ist meine Trefferquote in welcher Strategie, wie ist meine Trefferquote in welchem Markt. Ja, was erreiche ich da für ein durchschnittliches Risiko? Was erreiche ich für einen durchschnittlichen Gewinn? Und so weiter, ja. Und das kann ich eben nachher alles ausfiltern, kann mir die Kapitalentwicklungen dafür anzeigen lassen, kann mir die Trade-Verteilungen anzeigen lassen. Ich sehe also auch jeden einzelnen Trade, ja, wie ist der gelaufen, was hat der verdient oder was hat der verloren. Na, dann kann ich mir die einzelnen Trades hier anschauen. Habe hier Screenshots auch zu den einzelnen Trades immer hinterlegt, wo ich auch nochmal genau festlegen kann, und auch verfolgen kann, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, das habe ich also für die verschiedenen Konten, die ich handle, werte ich das Ganze immer aus. Ja, und das, was wir hier jetzt eben gemacht haben, diese Trade Setups zu planen, das ist für mich eben wichtig,
um einmal einschätzen zu können, was für ein Risiko fahre ich auf einen Trade, wenn ich mich an die empfohlene Positionsgröße hier halte, was für ein Risiko fahre ich da drauf und was kann ich da drauf verdienen. Ja, das ist hier der Öltrade von eben. Da war ein Risiko drauf von 175 Euro und eine Chance von 340 Euro, wenn der denn gelaufen wäre. Der ist nicht gelaufen, von daher, wir können ihn jetzt hier einfach mal eintragen. Ja, heute ist der 13., den haben wir aufgebaut ungefähr um 9.20 Uhr. Der Ausstieg ist erfolgt bei 51,32,5. Auch heute, und zwar so gegen 10 nach 10, das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert. Das Ding ist aufgebaut worden im 15-Minuten-Chart. Die Strategie war hier quasi ein Breakout in Trendrichtung und Management ist Trailing Stop. Ja. So, jetzt habe ich den hier eingetragen und dann sehe ich auch direkt, was war das Ergebnis? Ja, 98 Euro Verlust war das Ergebnis auf den Trade. So, jetzt kann ich, wenn ich möchte, mir das Ganze hier noch einmal rausziehen. QM, gehe hier auf das Trend-Setup. Ja, und jetzt sehen wir, hier ist das Trend-Setup auch beendet. Aus einem ganz einfachen Grund. Das Histogramm auf dem 15-Minuten-Chart hat hier gerade wieder gedreht von unter 0 auf über 0. Ja, und damit ist diese Kerze eben nicht mehr rot und das Ganze ist hinfällig. Ja, und im Nachhinein war es jetzt also die richtige Entscheidung, den Stop hier an die 32,5 schon hinterherzuziehen, sich hier ausstoppen zu lassen und eben nicht zu warten, bis der hier oben die 50 erreicht, weil auch da wäre ich hier ausgestoppt worden. Ja. So, und jetzt kann ich mir das Ganze hier noch screenshotten. Kopiere diesen Screenshot jetzt einmal in die Zwischenablage. Gehe wieder in mein Trading-Tagebuch und füge den jetzt einfach hier ein. Ja, und jetzt habe ich hier auch noch einen Screenshot drin und sehe hier auch noch genau, was passiert ist. Da kann ich, wenn ich möchte, auch noch kurz ein paar Bemerkungen zu reinschreiben. Aber damit ist das Ding jetzt bei mir im Trading-Tagebuch. Und so werte ich das Ganze dann eben auch immer aus. Ja, dann kann ich mir hier nochmal auch in der Vergangenheit, das mache ich gerne mal am Wochenende oder so, schaue ich mir dann an, was habe ich hier eigentlich gemacht? Was ist hier gelaufen? Manchmal mache ich dann auch von ein bisschen später nochmal einen Screenshot, um zu schauen, wie der Trade verlaufen ist. Und halt zu beurteilen, ob ich da am Ende alles richtig gemacht habe oder ob ich irgendwas hätte besser machen können. Ja. Okay. So viel dazu. Ah, der Thorsten schreibt, wir hatten heute Morgen von zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr eine Divergenz im DAX auf dem M5, aber ich habe mich nicht getraut, short zu gehen. Wäre ja richtig gewesen. Ja, okay, schauen wir uns das mal kurz an. Ich gehe hier einfach mal auf die Einstellung, gehe hier mal auf den 5-Minuten-Chart. Ja, so, und hier ist diese Divergenz. Allerdings muss ich jetzt auch dazu sagen, im 5-Minuten-Chart ist das etwas, was ich nicht traden würde, weil mir das zu kurzfristig ist, aber es ist eine Divergenz. Ja, es ist definitiv eine negative Divergenz, eine bärische Divergenz. Einstiegssignale, das, was wir gerade gesagt haben, mehrere Möglichkeiten. Entweder, ja, wenn man hier ganz aggressiv arbeitet, die Kreuzung zwischen RSI und gleitendem Durchschnitt, das wäre aber sehr aggressiv. Die zweite Variante wäre beim Unterschreiten des letzten Tiefs auf dem RSI, das wäre hier an dieser Stelle gewesen. Die dritte Variante ist, sich das einfach nur als Grundsetup zu nehmen. Ja, negative Divergenz vorhanden und dann auf den Chart zu schauen und zu gucken, okay, was macht der Chart hier? Ja, und da hätten wir im DAX hier zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, dann
den Ausbruch aus dieser Eröffnungsrange hier zu handeln. Na, die läuft so zwischen 8 und 9. Das war die Eröffnungsrange. Da sind wir eigentlich gar nicht wirklich nach oben rausgegangen. Und dann wäre das an dieser Stelle hier ein Short gewesen. Erstes Kursziel, einfach einmal die Range oben drauf gelegt, wäre hier ungefähr. Und dann wären wir hier auch schon am Ziel gewesen. Ja, das ist die einfachste Variante hier im DAX zu traden. Ja, aber wie gesagt, man kann sowas als Basis nehmen, aber Divergenzen auf dem 5-Minuten-Chart ist nichts, was ich handle. Na, wir sehen die hier auch auf dem 15-Minuten-Chart. Das ist die gleiche Divergenz. Höheres Hoch und hier tieferes Hoch im RSI. Also auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja. So, auf dem Tageschart sieht es aber halt, wie gesagt, im Moment so aus. Hier haben wir noch eine Konvergenz. Ja, wir hatten eine ganz kleine positive Divergenz an der Stelle hier. Tieferes Tief im Preis, höheres Tief im RSI. Das ist eine kleine positive Divergenz. Ja, daraufhin haben wir hier auch eine 500-Punkte-Bewegung gesehen im DAX. Mit diesem neuen Tief, was sich hier ausgebildet hat, sind wir aber hier auch wieder auf ein tieferes Tief im Indikator gegangen und damit ist das Ganze hier wieder konvergent. Und wie gesagt, solange das konvergent ist, ist der Vorteil eher in einer Fortsetzung des Trends. Ja, also eher weiter abwärts hier im DAX. Okay. So, werfen wir nochmal einen Blick auf die offene Position hier im australischen Dollar. Der kommt auch nicht so wirklich weiter. Ja, der hängt jetzt auch hier irgendwo im oberen Bereich fest. Da habe ich jetzt noch keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Dadurch, dass hier auch der Stundenchart ja noch relativ gut aussieht, ja, sehen wir auch, das läuft hier alles auch auf dem Stundenchart divergent. Ne? Hier haben wir ein höheres Hoch im Preis, haben hier auch höhere Hochs im RSI. Das ist also erstmal noch divergent. Auch die Tiefs hier unten sind divergent, höhere Tiefs. Das passt soweit alles, da ist noch alles in Ordnung. Also hier keinerlei Handlungsbedarf erstmal. Ja. Wir hatten ja schon gesagt, klar, dieser ganze Bereich hier ist Widerstand. Ne? Das hoch hier, das hoch hier, das hoch hier, das ist alles Widerstand. Das ist auch normal, dass wir hier erstmal hängen bleiben, ein bisschen retracen, ein bisschen zurückkommen. Deswegen habe ich auch hier im Retracement agiert und nicht direkt im Breakout. Und da muss man jetzt einfach ein bisschen geduldig sein und mal warten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Im Euro haben wir hier noch ein Setup. Eine ja. Kurze Frage, nochmal vielleicht zurück zum Australdollar. Wenn der Trade jetzt nach oben läuft, hast du da eine bestimmte Methode, nach der du dann den Stop nachziehst? Oder eben sah das so aus, als wäre das mit so einem Trailing-Stop auch? Oder ist der nicht an den Super? Also am liebsten ziehe ich ganz simpel hinterher an den Hochs und Tiefs. Ja, das zeige ich einmal hier. Solange so eine Sequenz besteht wie hier, ja, dann schaue ich mir immer an, wann macht der ein neues Hoch? Das erste Hoch ist hier, dann haben wir ein Tief, das ist höher als dieses. Dann kriegen wir hier ein neues Hoch, ja, in diesem Bereich. Retracement ist hier gelaufen. In dem Moment hier macht er wieder ein neues Hoch. Dann würde ich den Stop hinterherziehen an dieses Tief. Jetzt haben wir hier wieder ein neues Hoch gemacht. Ja, würde mein Stop also hinterherkommen an dieses Tief. Ja, das ist so die typische Variante, wie ich gerne Stops hinterherziehe. Das kann man sehr einfach in der Aggressivität gestalten, indem man die Zeitebene wechselt. Ja, wenn ich das Ganze aggressiver trailen will, dann mache ich das eben nicht mehr auf dem Stundenchart, dann mache ich das auf dem 15-Minuten-Chart und schaue mir auf dem 15-Minuten-Chart eben auch genau diese Sequenzen an. Ja,
Und dann ist man eben hier schon an so einem Zwischentief und wird dann an der Stelle hier schon ausgestoppt. Ja, oder wenn man sich die neue Sequenz anschaut, das ist diese hier. Na, auf dem 15-Minuten-Chart wäre ein Stop dann hier. Das ist aber immer erst von da an, wo ich einen Trailing Stop starte. Den Trailing Stop kann ich hier jetzt noch nicht starten, weil ich überhaupt noch nicht in den Gewinnbereich gelaufen bin. Ja, ein Trailing Stop ist für mich immer erst dann interessant, wenn ich hier in den Gewinnbereich laufe. Und deswegen liegt mein Stop im Moment hier an der Stelle, weil das ist das Tief der Nachtsession. Hier ist 0 Uhr und um 0 Uhr fängt hier der Handelstag an. Das ist das Tief von der Session nach 0 Uhr und dann sind wir hier in diese Aufwärtsbewegung übergegangen. Ja, und solange wir dieses Tief nicht unterschreiten, ist das für mich erstmal noch intakt, dass wir hier weiter nach oben laufen. Deswegen habe ich auch kein Problem damit, jetzt hier noch ein Retracement zu sehen, meinetwegen sogar noch hier bis 72,30, 72,28, ja, irgendwo in diesen Kaufbereich vielleicht nochmal. Na, Retracement, dann ein neues Hoch. Und wenn wir dann hier ein neues Hoch sehen sollten, wenn also so eine Bewegung jetzt in der Art laufen würde, Retracement, neue Bewegung, dann würde ich in dem Moment, wo wir hier ein neues Hoch ausbilden, den Stop an das letzte Tief ziehen. Ja. Warte eben aber eine andere Chart an, ich weiß nicht, ob es eine andere Zeiteinheit war. War da der Supertrend mit drin vielleicht, oder? Genau, hier ist ein Supertrend Weil mit drin. den könnte man ja auch hier zum Beispiel Margina Trader ja auch als Trading Stop aktivieren. Genau, den kann man als Trailing Stop hinterherziehen. Ich habe den jetzt hier in der Stundeneinstellung. Ja, das ist also durchaus was, was man verwenden kann. Dass man, das ist auch eine ganz tolle Geschichte übrigens vom Margina Trader. Ich bin hier im 15-Minuten-Chart und lasse mir hier aber einen Supertrend anzeigen, der aus dem Stundenchart kommt. Ja, wenn ich mir einen Supertrend anzeigen lasse im 15-Minuten-Chart, dann liegt der viel dichter am aktuellen Preis. Und man sieht, dass das eine schöne Variante ist, um Trends langfristig folgen zu können. Ja, und das ist also etwas, was ich verwende, wenn ich auf dem Chart jetzt kein schönes Stop-Level finde. Ja, wenn der Chart mir nichts vorgibt, weil vielleicht keine markanten Tiefs da sind, oder wir eine starke Momentumbewegung gesehen haben. Na, starke Momentumbewegung bedeutet dann eben, dass wir ja eine Bewegung sehen, die vielleicht sehr schnell, sehr dynamisch nach oben läuft. Ja, da ist es dann oft so, das letzte Tief liegt dann hier, na, oder vielleicht sogar hier unten. Und jetzt ist der Preis schon hier oben. Ich bin riesig weit im Gewinn. Und wenn ich jetzt anfangen würde, oder dabei bleiben würde und meine Stops an den Tiefs hinterherzuziehen, dann würde ich hier eine sehr große Strecke vom Gewinn quasi wieder abgeben, bis zum letzten Tief. Ja, und irgendwie, manchmal steht das nicht mehr im Verhältnis zum Ziel, was man eigentlich hat, was vielleicht schon irgendwo in der Nähe ist. Und dann ist es eine einfache Möglichkeit, diesen Supertrend zu benutzen, um seine Stops hinterherzuziehen, weil der Supertrend macht eben Folgendes. Wenn hier ein Momentum aufkommt, dann zieht er eben relativ schnell auch diesen Stop hinterher. Ja. Und dann hat man da eine gute Möglichkeit, Gewinne abzusichern und hat halt trotzdem eine feste Ausstiegsregel. Also ich bin eben kein Freund davon, ja, Ausstiege zu timen nach, ich nenne es mal Angst und Gier, ja, also zu überlegen, hu, oh, da könnte ich jetzt ausgestoppt werden, dann gehe ich lieber schnell raus oder boah, jetzt habe ich genug verdient, da gehe ich mal lieber schnell raus oder ich lasse mir meine Gewinne nicht mehr abnehmen, ich schließe die Position mal oder so. Da bin ich kein Freund von, ja. Und deswegen habe ich gerne irgendein festes Regelwerk an der Hand. Und das Einzige, was ich mir jetzt halt als Trader überlegen muss, ist, welches von diesen Regelwerken verwende ich denn auf die aktuelle Situation. Na, nehme ich eben das, was ich gerade gesagt habe, relative Hochs und Tiefs, ja, und schaue mir also hier die Swings an und ziehe meine Stops an den relativen Hochs und Tiefs hinterher. Oder bin ich halt in der Situation, wo der Markt gerade ein starkes Momentum gezeigt hat, wo mein letztes Tief zu weit weg ist oder wo der schon zu dicht an den Zielbereich gelaufen ist und mein letztes Tief ist zu weit weg und dann brauche ich andere Methoden. Und da verwende ich zwei verschiedene. Das eine ist eben, wie gesagt, dieser Supertrend.
ja, den ich ganz gerne benutze. Und das zweite, was ich verwende, insbesondere hier in dieser Take-Off-Strategie, das ist eine Strategie, die handle ich überwiegend auf dem DAX. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal ziemlich detailliert vorgestellt. Aber das ist eine Strategie, ich gehe hier einfach mal auf den DAX. Ja, die handle ich sehr gerne auf dem DAX. Und da benutze ich ganz einfach hier ein 10er Donkchen als Trailing Stop. Ja, ich gebe einfach mal ein Beispiel von gestern. Das ganze Setup ist dann für mich interessant, wenn der Open-Kurs des Tages, also der Eröffnungskurs des Tages, höher liegt als der Eröffnungskurs vom Vortag. Ja, das ist hier gegeben. Wenn das gegeben ist, dann sind diese pinkfarbenen Pfeile hier für mich interessant. Das sind dann alles Long-Einstiegssignale. Ich handle das Ding ab 9:30 Uhr. Einfach deswegen, ich will die erste Handelsstunde zwischen 8 und 9 nicht drin haben und dann brauche ich zwei vollendete 15-Minuten-Kerzen, bevor ich das erste valide Signal kriegen kann. Und jetzt war es gestern so, das erste Einstiegssignal ist hier erfolgt, am Ende dieser Kerze. Ja. Das hat ganz, ganz einfache Gründe. In wenigen Worten beschrieben ist es im Prinzip nichts anderes, was hier passiert, als dass die Höhe dieser Kerze geprüft wird. Der Closing-Kurs der Kerze muss höher sein als das Hoch der beiden Kerzen vorher. Das ist hier der Fall. Und auch das Volumen unten muss größer sein als das Volumen der beiden Kerzen vorher. Auch das ist der Fall und damit kriege ich hier ganz einfach ein Einstiegssignal. So, das, was ich jetzt mache, wenn dieses Einstiegssignal hier erfolgt, ist, ich warte, bis der Markt hier ein neues Hoch macht und kaufe dieses neue Hoch. Und meinen Stop setze ich jetzt einfach am 10er Donkchen. Also in dem Moment, wo ich markiere den Kauf mal mit Blau, in dem Moment, wo ich hier kaufe, an dieser Stelle, liegt mein Stop in Rot hier unten. Weil an dieser Stelle befindet sich der Donkchen. In der nächsten Kerze wandert der Stop hier hin. Ja, in der nächsten Kerze bleibt er, in der nächsten Kerze bleibt er, in dieser Kerze bleibt er, in der nächsten Kerze wandert er hier hin und ich ziehe im Prinzip einfach nur den Stop an diesem Donkchen hinterher. Ja, ich ziehe einfach hier den Stop hinterher und das erste Mal ausgestoppt ist man hier an dieser Stelle. Ja, immer dann, wenn der Donkchen sich hier einmal zack nach unten wegbewegt, dann ist man an dieser Stelle hier ausgestoppt. Na, und das war jetzt hier einfach ein Einstieg im Bereich 10,870, ein Stop bei 10,920 sind da so ungefähr 50 Punkte auf dem DAX, die hier gelaufen sind gestern. So, dann habe ich noch eine feste Regel für Pyramiden, die ich aufbaue. Das war gestern nicht der Fall. Hier sind zwar neue Signale entstanden, aber die haben die Grundbedingungen für eine Pyramide nicht erfüllt. Deswegen war das gestern eine Position hier, die gelaufen ist. Ja, und so funktioniert im Prinzip hier mein Trading. Ich bin hier einfach auf dieser Übersichtsseite und sehe, ob mir hier irgendwelche Signale rausgeworfen werden, welche das sind. Und dann kann ich mir genau überlegen, ob ich die handeln möchte oder ob ich die nicht handeln möchte. Und das ist halt auch so das Highlight eigentlich vom Agena Trader, also eines der vielen Highlights, aber das, was ich am liebsten benutze, dass ich die Möglichkeit habe, mir hier recht einfach diese Conditions selber rein zu programmieren und im Prinzip alle Märkte, die jetzt hier fürs Trading für mich in Frage kommen, ja, real-time screenen zu lassen und immer dann, wenn so ein Setup erfüllt ist, kriege ich das hier rausgeworfen, ja, und kann jetzt hier sofort meinetwegen hier aufs britische Pfund gehen, gehe jetzt hier auf den Dreier-Trend und sehe sofort, ah, okay, was ist hier los? Ja, intakter Aufwärtstrend, 4 Stunden aufwärts, Stunde ist hier aufwärts, das Histogramm ist nach oben gelaufen, 15 Minuten hier ist aufwärts. Und dementsprechend kriege ich hier die grünen Kerzen. Und dann kann ich mir überlegen, möchte ich vielleicht in einem Retracement hier auf die alten Hochs gerne kaufen? Wenn ja, wo wäre das Ziel? Ja, meinetwegen hier oben bei 1,2760. Stop eben auch wieder hier am Tagestief.
Und dann müsste ich mir das einmal anschauen hier. Ganz simpel mit meinem CRV-Tool. Ja, macht das Sinn? Ziel, hatten wir gesagt, könnte hier oben so dieser Hochbereich sein. Das wäre so ein 1,4 zu 1, 1,35 zu 1. Wäre noch okay, wäre also auch was, was man handeln könnte. Ja, britisches Pfund fällt für mich im Moment aus zum Handeln aufgrund der ganzen Brexit-Schwierigkeiten, die da noch laufen. Da kann sich sehr, sehr schnell die Richtung ändern und es kann auch sehr heftige Bewegungen geben, wenn da unerwartet irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Deswegen ist das britische Pfund etwas, was ich im Moment nicht im Live-Handel habe. Aber prinzipiell schaue ich mir das Pfund schon gerne an. Ja. So, ich schaue hier mal kurz in den Chat. Es sind ein paar Fragen reingekommen. Der Guido fragt, wie ich die längeren, also die Swing Trading Positionen betreue über die TWS oder werden alle Trailing Stops mit dem Agena Trader verwaltet? Also ich benutze überhaupt keine automatische Trailing Stop Verwaltung. Ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun, mit was für Plattformen ich arbeite oder wie auch immer. Das große Problem, was ich da dran immer sehe, ist diese automatisierten Trailing Stops, die sind eben dann aufgeschmissen, wenn zum Beispiel mal die Internetverbindung abbricht. Ja, wenn jetzt der Agena Trader keine Verbindung mehr hat zur Broker Software, dann ist es bei CapTrader zwar so, dass die Stops, die aktuell am Markt sind, drin liegen bleiben. Ja, das sind also Stops, die dann da auf dem Server liegen. Die werden also definitiv ausgeführt. Allerdings ist dann eben der Agena Trader nicht mehr in der Lage, einen Stop automatisch hinterher zu trailen und eine Order selbstständig anzupassen. Deswegen ist das etwas, wo ich mich nicht so gerne drauf verlasse. Also meine Trailing Stops führe ich alle manuell per Hand. Ja. Das ist der erste Punkt. Über welche Plattform man das dann macht, ob man das über die TWS macht oder ob man das über einen Agena Trader macht oder ob man das über eine App macht oder so, das ist am Ende egal. Ja, wichtig ist, dass ihr irgendein Tool habt, was sehr übersichtlich ist, wo ihr nichts überseht. Ja, es gibt nichts Schlimmeres als irgendeine offene Order, die noch im Markt liegt, irgendwo zu übersehen. Und dann ist euch das überlassen. Ja, das spielt am Ende auch keine Rolle und das wird auch keinen Unterschied machen zwischen profitablen und nicht profitablem Handel. So, dann fragt der Miguel hier, die untere Linie liegt bei 10 und die obere, da waren wir hier noch im Takeoff, ich gehe nochmal auf den DAX. Ja, die untere Linie liegt bei 10, richtig, das ist ein 10er Donkchen und die obere Linie liegt auch bei 10. Ja, das ist auch ein 10er Donkchen. Und die obere Linie ist ja nur dafür da, wenn hier ein Short Setup entsteht, ja, und ich verkaufe, dass ich dann eine Möglichkeit habe, den Stop hier an der oberen Linie hinterherzuziehen. Ja. Ist aber, wie gesagt, auch immer davon abhängig, wie stark ist das Momentum, wie weit ist der Trade im Gewinn und wie dicht hat er sich schon dem Ziel angenähert. Also das, was ich mache, ist, ich kombiniere immer diesen Bereich automatisierte Strategien irgendwo mit meinen diskretionären Ansätzen. Also auch wenn ich ein automatisiertes Setup habe, was jetzt irgendwo eine Marktsituation mir rauswirft, die vielleicht handelnswert ist, dann schaue ich da trotzdem nochmal diskretionär drauf, gucke mir an, wo sind die nächsten Zielbereiche, wo sind die nächsten Support-Level, die nächsten Resistance-Level. Und entscheide also auch jedes Mal manuell, ob ich so einen Trade umsetze oder nicht. Ja. So wie ich das eben vorhin auch im Öl gemacht habe. So, was haben wir noch? Okay. Ja, das geht alles über die TWS. So, was haben wir hier noch? Hand aufs Herz, Martin Görsch, der überall in der Trader-Welt zu finden ist, der tradet doch gar nicht mehr. Ich komme deswegen da drauf, weil du sehr viel erklärst, aber eigentlich nichts ankommt. Oh, das tut mir leid, wenn eigentlich nichts ankommt, dann erkläre ich wohl nicht besonders gut. Bin short seit 9,74 im DAX, dein Öltrade hätte ich nie gemacht. Ja, das ist auch total okay. Gar kein Problem. Ja, super Trade, 9,74 Short im DAX. Keine Ahnung, was dein Einstiegsträger war. Mein Einstiegsträger wäre heute erst hier unten gewesen.
bei 90,43 hier mit dem ersten Breakout. Aber am Ende ist es ja auch so, jeder hat irgendwo seinen eigenen Trading-Ansatz. Und es ist natürlich auch so, wenn ich jetzt wie hier mal irgendwo in einem Live-Trading bin, dass ich vielleicht nicht so fokussiert am Markt bin, wie ich sonst bin, wenn ich eben alleine davor sitze. Es ist aber auch so, dass sich viel von meinem Trading aus dem kurzfristigen Trading-Bereich verlagert hat in einen Swing-Trading-Ansatz. Ja. Also auch alles, was ich hier im Bereich Managed Accounts mache, läuft eher im Swing-Trading. Also Positionen, die da offen sind, zum Beispiel gerade ein Sojabohnen-Trade seit 8,83 Long. Da sieht man hier die ganzen Zielbereiche. 8,83 war hier ein Ausbruch aus einer Bull Flag, 8,83 Long. Wir sind im Moment hier oben bei 917 ungefähr. Die Position ist seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Handelstagen jetzt hier im Markt. Und das nimmt mir einfach nicht so viel Zeit. Ja. Ich habe auch ganz ehrlich gar kein Interesse mehr daran, den ganzen Tag von morgens bis abends vorm Schirm zu sitzen und auf jeden kleinen Tick zu gucken und auf jedes einzelne Einstiegssignal zu gucken, sondern es ist für mich deutlich entspannter und ganz wichtig eben nicht weniger profitabel, wenn ich eher irgendwo im Swing-Trading-Bereich unterwegs bin. Ja, das macht sich natürlich für ein Live-Trading nicht so besonders toll, weil dann ist da nichts los. Mir ist bei einem Live-Trading auch immer wichtig, dass ihr ein bisschen seht, womit ich arbeite im kurzfristigen Bereich und vor allem auch, wie ich Positionen manage. Aber das, was überwiegend läuft und wo halt ein Großteil meiner Verdienste herkommen, ist halt der Swing-Trading-Bereich. Und da, es ist tatsächlich so, je größer der Zeitbereich ist, den ihr da handelt, umso größer sind die Trends, denen man folgen kann. Ja, und das große Geld macht man nicht mit kleinen Rein-Raus-Trades, sondern das große Geld macht man eben, indem man einmal einen Trade erwischt, der in die richtige Richtung läuft und dem man dann auch einfach möglichst lange folgt. Ja, und das ist mein Anspruch an mich und eben nicht möglichst viele Trades in kurzer Zeitebene zu machen. Ja. Also das nur mal so zu mir. Und am Ende ist es ja so, wie oft bin ich auf einem Live-Trading? Ich habe jetzt hier das zweite Live-Trading mit CapTrader, dann sitze ich mal auf der Bühne bei der WOT. Und das war es dann eigentlich auch. Ja, am 20. jetzt mache ich noch mal ein Live-Trading in Köln im Lindner Hotel. Das wird dann auch noch mal den ganzen Nachmittag gehen. Da hat man auch noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten, Dinge rüberzubringen. Aber ja, prinzipiell sieht das eigentlich so aus, dass ich gar nicht so viel in der Trader-Welt unterwegs bin und doch gar nicht so viel überall zu sehen bin, weil mein Fokus halt doch wirklich immer noch auf dem Handel liegt und eben nicht unbedingt irgendwo im Schulungsbereich. Ja. Okay, also ja, australischer Dollar ist noch immer offen, da tut sich nicht viel, Öl kommt wieder runter. Na, hätte zwar oben auch schön den Stop weggeholt, kommt aber auch gerade wieder runter. Also da liegt auch der Vorteil heute kurzfristig noch eher auf der Short-Seite. Wie gesagt, DAX finde ich ein bisschen schwierig momentan, weil wir um 14:30 die Pressekonferenz haben. Gleiches gilt hier an der Stelle auch für den Bund. Ja, auch der Bund bewegt sich häufig nicht so wirklich trendig vor so einer Pressekonferenz oder vor so einer EZB-Sitzung. Sehen wir ja auch eine kleine Bewegung nach oben, Korrektur nach unten, wieder Bewegung nach oben und am Ende sind wir wieder da, wo wir heute um 8 schon mal waren. Also auch da hat sich per se nicht viel bewegt. Vorteil, ja, wenn wir uns den Tageschart anschauen hier, eher noch auf der Long-Seite zu finden, ja, im Bund. Sehen wir hier schöner Aufwärtstrend, der eben nach wie vor läuft, sind jetzt hier in so eine Konsolidierung gelaufen über mehrere Tage, sind aber hier jetzt auf dem ersten Support-Level, ja, hier auf dem ersten Support-Level angekommen. Das ist die erste Möglichkeit, aggressiv wieder zu kaufen in diese Trendrichtung. Eine andere Möglichkeit wäre zu warten, dass wir hier in diesen Bereich nochmal reinkommen zwischen 161,75 und 162,26 und irgendwo hier in diesem Bereich dann eine mittelfristige Long-Position aufbauen. Ja, mit dem Ziel, mindestens wieder hier oben an die 163,60 zu laufen. So.
Okay. Ja, Fernando, vielen Dank. Günther, Dankeschön. Okay, ist angekommen. So, Thorsten hat hier noch mal kurz eine Erklärung reingesetzt für den Short Trade. Letztes Hoch 12.12. unterschritten, die letzten zwei Kerzen M5 Lunden. Danach geht es eigentlich immer runter. Ja, okay. Gratuliere, ich finde es super. Ja, ich freue mich immer über jeden, der einen profitablen Trade im Markt absetzt. Am Ende ist es ja so, wir sind ja alle hier irgendwo, um Geld zu verdienen. Ich freue mich für jeden, der das soweit für sich realisiert hat, dass er seine Profite macht hier im laufenden Handel. Wie gesagt, mein Setup ist es nicht. Das heißt aber nicht, dass es nicht gut ist. Ja, und das heißt auch um Gottes Willen nicht, dass meine Setups besser oder schlechter sind als andere. Das ist auch nicht das, worum es geht. Und am Ende ist für jeden irgendwo genug da, um Geld zu verdienen. Die Kurse bewegen sich und ob man jetzt irgendwo long oder short ist, ist am Ende auch überhaupt nicht das, was irgendwo relevant ist. Ja, sondern das, was relevant ist, ist das, was auf lange Sicht eben dabei herauskommt. So, der Günther fragt hier noch, wo man das Trading-Tagebuch-File bekommt. Das kriegt man auch bei mir auf der Website. Also, und zwar gibt es da zwei verschiedene. Das findet man hier in dem Bereich Trading Tools unter Trading Software. Da gibt es einmal eine Basic-Variante und einmal eine Expert-Variante. Die Basic-Variante ist im Prinzip ganz ähnlich, nur da hat man diese Filterkriterien nicht drin. Ja, also dieser gesamte Filterprozess, um Trades oder Strategien zu filtern oder einzelne Märkte rauszufiltern, das ist in dem Expert-Teil. Ja, und auch die Einzeltrade-Verteilung, das ist nur in der Expert-Variante. Ansonsten dieses komplette Tagebuch, ja, mit den ganzen Daten, die man hinterlegt und mit den ganzen Auswertungen, auch das Gesamtergebnis und die Kapitalentwicklung ist also etwas, was eben auch ganz normal in der Basic-Variante enthalten ist. Es geht also am Ende darum, wollt ihr eure Trades filtern oder nicht? Wenn ihr die nicht filtern wollt und wollt nur ein ganz simples, einfaches Trading-Tagebuch haben, bei dem ihr halt auch einen Screenshot hinterlegen könnt, dann ist das diese Variante. Und auch dieses Risikotool hier, ja, wo man also seine Kontogröße eben angibt und den Trade plant und dann auch eine Positionsgröße vorgeschlagen bekommt, auch das ist in der Basic-Variante drin, allerdings nur für ein Konto. Ja, da kann man also nicht mehrere Konten parallel managen. Und das ist dann hier einfach die Unterscheidung zwischen Basic und Expert. Ja, da sind also hier auch noch mal ein paar Screenshots drin, dann kann man sich das Ganze noch mal anschauen, wie das aussieht. Ja, da kann man das bekommen. Okay. Ja, ein bisschen müde alles, ne? In der letzten Viertelstunde, halben Stunde hat sich hier eigentlich gar nichts mehr bewegt. DAX seitwärts, bisschen runtergekommen, hier ein bisschen wieder raufgekommen. Bund steigt leicht. Wie gesagt, Vorteil hier auch eher noch auf der Long-Seite, zumal wir ja, wie gesagt, diesen Support-Bereich jetzt hier getestet haben. Also auch das wäre nochmal eine Möglichkeit, hier zu kaufen. Ah, den Link zur Website, den Fernando, den packe ich hier gerne noch mit rein. So, das ist der Link zur Website. Okay. Ja, Eurostoxx eher abwärts. Die Grundsituation ist ähnlich wie beim DAX. Auch hier im Stoxx haben wir eine ziemlich saubere Sequenz.
Ja, läuft sehr schön. Schöne Retracements, neue Tiefs, Retracement in den Bereich des alten Tiefs, neues Tief, bisschen Seitwärtskonsolidierung, fallende Hochs und hier neues Tief. Und jetzt sind wir eben wieder hier in einem Bereich, in einem Widerstandsbereich. Das ist dieser hier. Ja, und solange wir eben irgendwo hier in diesem Bereich sind mit den beiden Tiefs, man kann sich hier jetzt auch noch diese Tiefs verbinden. Ja, dann kommt man ziemlich genau zu dem Punkt, wo der Stocks jetzt hier hängen geblieben ist, zweimal. Dann haben wir hier auch wieder klar den Vorteil eher auf der Short-Seite. Na, das Retracement über die letzten 2 Tage ist gelaufen, ist bis in den Zielbereich gegangen und jetzt haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, eben hier weiter nach unten zu gehen. Passt auch alles. Na, der RSI ist hier im mehr oder weniger neutralen Bereich. Also auch da sind wir nicht im überverkauften Bereich angekommen. Da ist also auch noch viel Platz nach unten. Wird sich, wie gesagt, mit der Pressekonferenz heute um 14:30 Uhr erstmal entscheiden, was da die nächste Richtung ist. Aber ich präferiere hier im DAX und auch im Eurostoxx erstmal eher die Short-Seite. Ja. So. Ja, Crude kommt wieder runter. Bisschen Pech gehabt, dass er einmal den Spike da noch nach oben gemacht hat. Müssen wir auch mal sehen, wie das Ganze jetzt weitergeht. Auch hier kann ich noch mal schauen. Im Moment hat sich hier nichts Neues ergeben. Ja, wenn sich hier was Neues ergibt, dann gibt es hier vielleicht auch noch mal eine Möglichkeit, im Crude noch mal einen Einstieg zu nehmen. Aussie verharrt in Bewegungslosigkeit. Ja, sind hier inzwischen auch fast 1,5 Stunden, die wir uns in einer 3, 4, 5 Ticks Range bewegen. Also auch da ist nicht viel zu holen im Moment. Was haben wir noch? Euro können wir noch mal kurz anschauen. Auch im Euro mache ich es ganz gerne so, dass ich mir hier zuerst mal die grundsätzliche Situation auf dem Wochenchart vornehme. Da ist es im Moment so, wir sind hier in diese grüne Zone eingetaucht. Das ist ein Kaufbereich, das ist ein ganz klarer Kaufbereich. Hier hatten wir 1, 2, 3, 4, 5 Wochen Konsolidierung. Haben den hier schon das erste Mal, hier das zweite Mal und jetzt das dritte Mal angetestet. Sind nicht nach unten weggegangen. Solange wir hier nicht nach unten weggehen, haben wir von hier an eher eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit auf steigende Kurse. Dann haben wir hier eine Entwicklung Commercials, ja, bauen immer weiter Long-Positionierungen auf. Je länger dieser Abwärtstrend läuft, umso mehr Long-Positionierungen werden hier aufgebaut. Da sind wir noch nicht am Extrem angekommen. Wir hatten hier durchaus schon Situationen, wo wir deutlich größere Long-Positionierungen hatten. Also von daher wäre hier noch ein bisschen Platz zur Unterseite. Aber saisonal kommen wir hier auch in einen Bereich, wo wir so langsam einen Boden finden sollten. Ja. Ja, spätestens hier hinten Ende Dezember sollte dann saisonal auch irgendwo der Boden drin sein für einen Euro. Also da muss man mal schauen, wie sich das weiter verhält. Prinzipiell, wie gesagt, vom Chart her relativ klare Geschichte. Die Abwärtsbewegung ist erstmal im Zielbereich angekommen. Und jetzt geht es einfach darum, in einer kleineren Zeitebene eine Bestätigung zu finden, wann man hier eine neue Position eingehen kann. Und wir haben auf dem Tageschart hier im Moment eine Situation, da läuft der Euro in so eine Dreiecksbewegung. Ja, so ungefähr sieht die aus. Wir haben hier schon einmal versucht, nach oben rauszukommen, sind am 50er gleitenden Durchschnitt gescheitert, haben dann hier einmal versucht, nach unten rauszukommen, sind knapp über der 1,13 gescheitert, hier in diesem letzten kleinen Kaufbereich, wo diese beiden Lunden auch entstanden sind. Und da sind wir jetzt momentan in einem neutralen Feld. Ja, also auch der Euro wird wahrscheinlich erst nachher 14:30 irgendwie sich für eine Richtung entscheiden. Und das wird jetzt hier, also das, was man jetzt handeln kann an der Stelle, wäre entweder ein Ausbruch aus dem Dreieck nach oben oder
auch ein Ausbruch aus dem Dreieck nach unten. Ja. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Ausbruch nach unten wäre hier ein Ausbruch in die alte Trendrichtung. Da haben wir häufig dann auch ein bisschen mehr Dynamik. Allerdings kommen wir hier auch gleich in diesen Unterstützungsbereich wieder rein. Ausbruch nach oben hat halt hier noch den 50er gleitenden Durchschnitt irgendwo als Widerstand und hat auch dieses letzte Hoch hier bei 1,1440 ungefähr noch als Widerstand. Wenn wir das auch nehmen, dann ist wieder ein bisschen mehr Platz hier bis in diesen Bereich 1,1540. Ja. Nach unten das Gleiche. Na, wenn wir unter die Trendlinie wegbrechen, dann haben wir hier mindestens erstmal bis zum alten Tief. Und da das Trendrichtung ist, sollte man da auch noch ein bisschen weiterlaufen. Können wir uns auf dem Wochenchart noch mal kurz anschauen, wo da die nächsten Ziele sind. Ja, und der nächste Zielbereich wäre dann hier unten so irgendwo 1,1150 bis 1,12. Das ist dann der untere Bereich hier von dieser Kaufzone. Ja, das wäre also das Ziel im Euro. Das sind aber alles erst Geschichten, die dann interessant werden, wenn der Draghi hier seine Rede hält. So, DAX hat hier gerade ein Signal gebracht, eine Kreuzung von zwei Durchschnitten. Ja, das ist also ein 9er und ein 18er Durchschnitt, den ich mir hier anschaue. Das haben wir hier. Kreuzung von zwei Durchschnitten ist aber jetzt kein Signal, was ich alleine für sich gestellt handeln würde. Sieht man auch, dass wir recht häufig gerade in Seitwärtsphasen hier Richtungswechsel drin haben und auch Kreuzungswechsel drin haben. Aber das ist durchaus was, was ich mir anschaue, wenn wir so größere Trendbewegungen haben, um zu gucken, wie diese beiden Durchschnitte zueinander gerade stehen. Ja, und solange, wie wir nach einer Kreuzung hier in eine Situation kommen, wo die auffächern, wie hier, und sich die Abstände dieser beiden Durchschnitte vergrößern, haben wir eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit, dass der Trade auch in die oder dass der Trend eben in die einmal eingeschlagene Richtung hier auch noch weiterläuft. Ja. Wie gesagt, heute alles hier nicht so interessant. Ich würde jetzt nicht 3 Stunden vor der Zinsentscheidung hier eine Position im DAX aufbauen wollen. Okay. Ach so, zu Formationen vielleicht noch mal kurz. Ich handle ja auch ganz gerne Chartformationen. Da haben wir hier im Daily auch gerade eine ganz interessante Situation im Öl. Da laufen wir hier nämlich auch in so ein Dreieck rein. Und auch das wäre hier noch mal ein zusätzliches Setup in die Short-Richtung, wenn wir unter diese alte Trendlinie hier, also unter diese Dreiecksbegrenzung wieder nach unten wegbrechen. Ja, wenn das passiert, dann wäre mein nächstes Ziel im Öl hier nochmal unten 49,50. Okay, ich schaue nochmal kurz ins Fragenfeld. Da haben wir jetzt hier erstmal nichts mehr weiter drin. Falls noch jemand eine Frage hat, gerne noch schnell reinklimpern. Ansonsten sind wir hier eigentlich für heute durch. Australische Dollar läuft noch. Wie gesagt, der Plan hier ist Retracement in den Bereich 72,30, 72,25. Hier wäre noch völlig normal. Hätte ich kein großes Problem mit. Sollten wir hier ein neues Hoch machen, 72,48, dann würde ich den Stop an das dann aktuelle Zwischentief setzen. Ja, das kann also hier auch noch meine Ecke tiefer sein, aber das, wie gesagt, ein neues Hoch hier über der 47,48 wäre die erste Möglichkeit für mich, hier irgendwas in diesem Trade verändern zu können. Das ist im Moment nicht gegeben. Solange wie sich hier nichts ändert, bleibt der Stop einfach unten am Tagestief liegen. Ja, kann sein, dass man da ausgestoppt wird. Aber das gehört halt beim Traden auch irgendwo mit dazu. Ist auch am Ende nicht weiter tragisch.
Ja, viel mehr ist nicht gelaufen. Viel mehr Möglichkeiten haben wir jetzt hier auch nicht. Na, Bund macht sich jetzt hier gerade auf den Weg. Hat ich ja gerade gesagt, wäre nochmal eine Möglichkeit, hier einen Ausbruch zu handeln mit dem Stop hier unten drunter. Ist aber halt auch alles immer ein bisschen riskant, das vor so einer Zinsentscheidung umzusetzen. Also ich bin da immer lieber defensiv, habe insbesondere vor Zinsentscheidungen eher weniger Positionen und wenn dann mit eher kleinem Risiko. Ja, so wie wir das heute hier auch umgesetzt haben. Und dann schaue ich nachher nochmal ab 14:30 Uhr, wie sich das Ganze hier bewegt. Gut, dann ja, vielen Dank für die positiven Rückmeldungen hier. Freut mich. Ich hoffe, ich konnte euch das, was ich so mache, ein bisschen näher bringen. Und ja, würde mich freuen, wenn es nochmal ein Live-Trading gibt, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Für meine Webinare vielleicht noch ganz kurz, wen das interessiert, das Samstagswebinar. Hier im Bereich Traden Lernen auf der Website gibt es auch einen Punkt Trading Webinare und da findet man auch immer alles, was als nächstes so aktuell ist. Ja? Okay. Ja, Da Martin, könntet ihr euch danke dann. natürlich von meiner Seite. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, sorry. Nee, alles okay. Ich bin ja auch im Prinzip durch. Ist ja nichts weiter. Ja, also war sehr, sehr interessant, mal zu sehen, wie du arbeitest, wie du die Märkte analysierst, welche Herangehensweise du hast. Ne? Und auch klar, wenn der Markt sich halt nicht so bewegt, gerade jetzt im Vorfeld der Zinsentscheidung, du hast das ja schon gesagt, dann soll man auch keinen Trade erzwingen. Ne? Aber trotzdem ist es sinnvoll, wenn man halt hier mit dem Margin Trader arbeitet, dass man sich auch selber erstellen kann mit dem Condition Escort, um halt wirklich dann auch Signale angezeigt zu bekommen. Und das ist ja das, was wir auch mal regelmäßig in unseren Webinaren zeigen. Ja, dass es sinnvoll ist, halt einen Plan zu haben, klaren Einstieg, klaren Ausstieg. Absolut. Absolut. Ja, und ich kann auch wirklich nur noch mal appellieren, quasi an alle, die dabei sind, sich wirklich auch mit seinen eigenen Trades zu beschäftigen. Auch wenn es vielleicht nach einer Verlustwoche mal nicht so viel Spaß macht, sich tatsächlich mit den Trades noch mal auseinanderzusetzen, zu schauen, was hat man da gemacht? Ist alles nach Regelwerk gelaufen? Hat man sich irgendwo nicht an die Regeln gehalten? Und dann, so man sich denn an seine Regeln hält, auch in der Lage zu sein, die Trades eben ein bisschen auszuwerten und dafür ein besseres Gefühl für seine einzelnen Strategien zu bekommen. Ja, und ein Gefühl dafür zu kriegen, was passt zu mir, was passt zur aktuellen Marktsituation und was vielleicht nicht so gut. Und dann da auch mal Adaptionen machen zu können. Ja, wir haben halt keine Möglichkeit, irgendwie unser Trading zu beeinflussen oder unser Trading zu verändern, wenn wir keine Messmethoden haben für das, was wir da tun. Ja, und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das wird von vielen Tradern vernachlässigt. Und meiner Meinung nach ist das einer der Hauptgründe, warum es so viele gibt, die eben kein Geld verdienen. Ja, weil das Arbeiten sind, die gerne vermieden werden. Ja, und ich kann euch also nur empfehlen, euch die Zeit zu nehmen und euch die Arbeit zu machen und euch mit den Dingen, die ihr da über den Tag produziert, auch im Nachhinein nochmal zu beschäftigen und mit auseinanderzusetzen. Okay. Da kann ich nur ergänzen, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Thema, auch Trading-Tagebuch. Da hilft es auch, wenn man sich mal die Emotionen, die man beim Trading hatte, dort mit einträgt. Das hatten wir letztes Mal ja ein Webinar zu dem Thema Börsenpsychologie, dass wichtig da teilweise auch Emotionen sind, dass man darauf also schon mal falsche Entscheidungen treffen kann, wenn man vielleicht irgendwie nicht so gut drauf ist. Und das halt noch damit dazu schreiben im Trading-Tagebuch ist auf jeden Fall ein Tipp, der nicht schaden kann, um das Ganze mal so zu strukturieren. Ja, absolut. Ich habe hier sogar extra so ein, hier für diese einzelnen Trades hier extra nochmal so ein Infofeld, ja, wo man im Prinzip dann alles, was man möchte, eintragen kann. Und das eignet sich zum Beispiel auch, um so ein mentales Trading-Tagebuch zu führen. Na, dann kann man im Nachhinein, wenn man seine Auswertung macht, sich hier die Einzeltrades anschaut und klickt dann hier auf den Trade, ja, dann rutscht man in der Liste hier automatisch auf den Trade, der dann hier der Ausschlaggebende war, das war jetzt hier Trade Nummer 146, dann ist man hier in der Liste drauf und dann kann ich hier mit einem Doppelklick direkt draufgehen und mir anschauen,
was war das für eine Situation und dann eben, wenn ich was eingetragen habe, auch durchlesen, wie habe ich mich dabei gefühlt oder warum habe ich dieses Setup genommen und so weiter. Ja, also absolut, absolut wichtig, der Part. Okay, ja, dann bedanke ich mich, Martin. War sehr, sehr interessant. Wie gesagt, Live-Trading werden wir mit Sicherheit auch jetzt im neuen Jahr wieder eine Reihe starten oder verschiedene Termine ansetzen. Und ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Ja klar, wegen mir gerne. Ne? Okay, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche, viel Erfolg beim Trading, eine schöne Adventszeit, wenn wir uns nicht mehr hören oder sprechen. Dir, Martin, auch alles Gute. Und ja, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke, ebenso. Bis dann, tschüss.